Für den Senat hat jetzt das Wort der Herr Senator Müller. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Titel der Aktuellen Stunde: Fahrpreiserhöhung unsozial, Bus und Bahn unattraktiv, ist falsch. Er ist falsch, dieser Titel der Aktuellen Stunde, und er verengt auch die Perspektive sehr auf die Berliner Situation. Ich glaube, wir müssen darüber hinausdenken. Wir müssen uns angucken, wie die Situation in Berlin-Brandenburg ist und eben diesen Gesamtzusammenhang bewerten. Und die Metropolenregion Berlin, Berlin-Brandenburg, verfügt über ein hervorragendes Nahverkehrsangebot. Ich glaube, das ist unbestritten. Auch wenn die in der Vergangenheit unzureichenden Leistungen der S-Bahn Berlin GmbH ein Schatten auf die Bilanz dieses Verkehrsangebots geworfen haben, leisten die übrigen 41, das muss man betonen, die übrigen 41 Verkehrsunternehmen des Verkehrsverbundes eine sehr gute Arbeit, und auch die Arbeit und das Angebot der S-Bahn haben sich ja in den letzten Monaten und Jahren stabilisiert. Dass all diese Leistungen auch auskömmlich finanziert werden, ist für die Unternehmen überlebenswichtig. Dabei kommt es nicht losgelöst auf die Betrachtung der wirtschaftlichen Situation jedes einzelnen Unternehmens an. Vielmehr muss die Tarifanpassung, über die wir heute reden, so gestaltet sein, dass sie den Belangen aller 41 Unternehmen, die in Berlin und Brandenburg den VBB-Tarif anwenden, angemessen Rechnung trägt. Rund 2,3 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, 2,3 Milliarden Euro, das kostet unser heutiges Nahverkehrsangebot im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Und die öffentliche Hand leistet dazu einen wesentlichen Beitrag, Herr Kollege Wolf. Es ist nicht so, wie Sie gesagt haben, da wird immer nur die eine Seite belastet und die anderen ziehen sich zurück aus ihrer Verantwortung. Länder und Kommunen, aber auch die Zuschüsse des Bundes decken über die Hälfte dieses Aufwandes von 2,3 Milliarden Euro. Ich glaube auch, dass das gut angelegtes Steuergeld ist, damit es da kein Missverständnis gibt. Ich glaube, wir brauchen genau auch den Einsatz der Steuermittel für dieses hervorragende Angebot. Aber es ist eben so, dass nur in Anführungsstrichen rund 47% der Kosten von den Fahrgästen getragen wird durch den Erwerb von Fahrausweisen. Wollen wir das Nahverkehrsangebot in der heutigen Qualität auch in den folgenden Jahren für eine wachsende Stadt erhalten oder sogar ausbauen, wie es ja viele Redner auch betont haben, müssen die öffentliche Hand, aber eben auch die Nutzerinnen und Nutzer ihren Beitrag dazu leisten. Dass in einer Region wie Berlin Preiserhöhungen nur mit Augenmaß umgesetzt werden können, gerade natürlich auch wegen der sozialen Situation in der Stadt, hat die Berliner Verkehrspolitik stets berücksichtigt und ist natürlich auch für diesen Senat eine Selbstverständlichkeit. Ziel ist es, einkommensschwache Kundenkreise und Familien zu entlasten und das Angebot insbesondere für Stammkunden attraktiv zu gestalten. Diese Leitlinien wurden auch bei der aktuellen Tarifmaßnahme zugrunde gelegt. Die sehr moderaten Preisanpassungen für Schüler, Azubis, Senioren, Studierende spiegeln das auch deutlich wider. Die Preise für das Schülerticket, die Geschwisterkarte und Monatskarten für Auszubildende im monatlichen Barverkauf werden nur unterdurchschnittlich angehoben, 1,8, 1,9%. Und man muss es dann auch mal in Zahlen ausdrücken, damit man sieht, dass da niemand über Gebühr belastet wird. Es bedeutet, dass das Schülerticket zukünftig 28,50 Euro kostet statt 28 Euro, 50 Cent mehr. Das Geschwisterticket 30 Cent mehr, 17,30 statt 17 Euro. Und zur Stärkung der Stammkundenbindung werden die entsprechenden Preise im Abonnement mit 1,1% noch mal geringer angehoben. Die Preise für das ermäßigte Schülerticket im Barverkauf und im Abonnement bleiben sogar unverändert. Genauso, denke, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, bleibt gänzlich unverändert das Sozialticket in Berlin. Der Anteil, auch das muss man sagen, der Berlinerinnen und Berliner, die einen Anspruch auf diese oder andere rabattierte Ausweise haben, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, einen niedrigeren Fahrpreis zu bezahlen. Dieser Anteil der Berlinerinnen und Berliner liegt bei über 50%. Und deswegen, meine Damen und Herren von der Opposition, hier per se von einer unsozialen Tarifmaßnahme zu sprechen, ist beim besten Willen nicht zu halten, wenn man sieht, was wir auch für ein Angebot machen.
Und natürlich springt eine Preiserhöhung des Einzelfahrscheins von 2,40 auf 2,60 ins Auge. Ist doch ganz klar. Aber wen trifft diese Tarifmaßnahme? Preisbewusste Berlinerinnen und Berliner werden verstärkt das Angebot der Viererkarten nutzen, mit der die Einzelfahrt nur 2,20 kosten wird. Und dass Gäste unserer Stadt, die ihren Fahrschein einfach mal beim Busfahrer lösen, einen Preis entrichten, den sie aus anderen deutschen Großstädten mindestens kennen und gewohnt sind. Meistens müssen sie dort deutlich mehr zahlen für ein wesentlich kleineres Netz, das zur Verfügung steht. Aber dass diese Berlin-Besucher auch einen angemessenen Fahrpreis bezahlen, finde ich auch richtig, muss ich deutlich sagen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Senator. Nein. Ich erwarte allerdings auch von den Verkehrsunternehmen, dass die Alternative dieser Vier-Fahrten-Karte noch wesentlich stärker beworben wird. Ich bin mir sicher, dass dieses gute Angebot noch nicht bei allen Berlinerinnen und Berlinern, die nur gelegentlich mit Bahn und Bus unterwegs sind, angekommen sind. Und dabei erreichen wir mit diesem Tarifangebot einen doppelten Nutzen. Zum einen zahlt der Gelegenheitskunde einen günstigen Preis. Zum anderen gehe ich aber auch davon aus, dass jemand häufiger fährt, wenn er schon den passenden Fahrschein auf Vorrat im Portemonnaie hat. Schließlich entlasten wir auch unsere Busfahrer und beschleunigen die Fahrt, wenn der Verkauf im Bus zurückgeht und sich damit auch die Aufenthaltszeiten an der Haltestelle verringern. Ich begrüße daher ausdrücklich, dass die günstige Vier-Fahrten-Karte jetzt auch für die Kurzstrecke eingeführt wird. Das hilft gerade älteren Fahrgästen oder Eltern mit kleinen Kindern, über kurze Distanzen mobil zu sein. Auch das war bei Ihnen ein Beispiel, Herr Wolf. Und Sie sehen, genau für die Situation, die Sie beschrieben haben, auch mal spontan mobil sein zu können, zu müssen und ein günstiges Angebot zu haben, ein preiswertes Angebot zu haben, genau für diese Situation schaffen wir eben auch das entsprechende Tarifangebot und den entsprechenden Tarifschein. Meine Damen und Herren, noch einmal. Wichtiges Ziel der Verkehrspolitik des Senats ist es, mehr Stammkunden für den Nahverkehr zu gewinnen. Diese wird durch die deutlich unterdurchschnittliche Preisanhebung der VBB-Umweltmonatskarten im Barverkauf sowie im Abonnement und als Jahreskarte konsequent umgesetzt. Künftig lohnt sich der Kauf der VBB-Umweltkarte Berlin AB schon ab 30 Fahrten, also eine Fahrt pro Tag. Ab 30 Fahrten im Monat lohnt es sich schon und man zahlt gerade mal 1 Euro mehr für dieses Angebot, 78 Euro statt 77 Euro. Das ist ein hervorragendes Angebot für alle Berlinerinnen und Berliner. Aber klar ist, natürlich bei allen Erklärungen, es bleibt dabei, Fahrpreiserhöhungen von den Kunden werden nie positiv aufgenommen, zumal die damit ausgeglichenen Kostensteigerungen bei den Unternehmen sich nicht unmittelbar in Mehrleistung für den Fahrgast widerspiegeln. Man darf aber nicht die Augen davor verschließen, dass sich gerade im Nahverkehr neben Energie und Brennstoffen auch die Personalkosten deutlich erhöht haben und weitere Steigerungen auch zu erwarten sind. In Brandenburg beispielsweise steigen die Kosten für Beschäftigte aufgrund erfolgter Tarifabschlüsse in den nächsten 2 Jahren um fast 8%. Und auch in Berlin sind wir ja gerade in die Verhandlungen eingetreten, Herr Gelper. Ja, es ist so. Im letzten Jahr war es die Begründung steigende Energie- und Personalkosten. Und so wie Sie sagen, es ist auch in diesem Jahr, vielleicht auch in den nächsten Jahren, ein Grund natürlich, dass man überlegt, wie geht man mit diesen Kostensteigerungen um. Das kann man nicht wegdiskutieren, wie sich Energiepreise und Personalkosten auch entwickeln. Und von den Verkehrsunternehmen kann dies nur zu einem geringen Teil durch Mehrerlös aufgrund von Fahrgaststeigerungen ausgeglichen werden. Es gibt bei den Verkehrsunternehmen der Region auch keine Reserven, die die Kostensteigerungen auffangen könnten. In anderen Verkehrsräumen Deutschlands zeigt sich, dass die Fahrpreise dort seit dem Jahr 2008 um durchschnittlich 3,1% pro Jahr erhöht wurden. In Berlin und Brandenburg lagen die Anpassungen jeweils deutlich darunter. Für die BVG fällt der Vergleich mit anderen Regionen besonders nachteilig aus. So weist ein Vergleich mit anderen deutschen Großstädten aus, dass sich in Berlin nur ein spezifischer Erlös in Höhe von 61 Cent je Fahrgast erzielen lässt. Das liegt rund 20% unter dem Durchschnitt anderer vergleichbarer Großstädte. Aber wir verzichten in Berlin mit dem Einheitstarif für das ganze Stadtgebiet aus guten Gründen auf die andernorts üblichen stärkeren entfernungsabhängigen Preise. In Berlin ist die für 1 Euro zurücklegbare Strecke dadurch fast doppelt so groß wie im Durchschnitt vergleichbarer Großstädte. Und, das kommt dann immer noch hinzu, wir leisten uns weit höhere Rabatte als andernorts üblich für einkommensschwache Kundengruppen. Wir leisten es uns und nochmal, ich finde es richtig vor der sozialen Situation, in der wir in Berlin sind.
Meine Damen und Herren, von den Verkehrsunternehmen erwarte ich allerdings auch etwas. Ich erwarte jetzt, dass durch die Qualität ihrer Leistungen unter Beweis zu stellen ist, dass sie sich diese Fahrpreiserhöhung verdient haben. Mehr Kundenorientierung, Freundlichkeit, verbesserte Anschlüsse, gute Fahrgastinformationen, gerade im Störfall, reibungslose Ersatzverkehre, wenn gebaut wird. Es gibt vieles, was die Zufriedenheit der Fahrgäste erhöhen kann, das nicht viel Geld kostet. Es geht darum, dass dem Interesse des zahlenden Kunden Priorität eingeräumt wird. Und selbstverständlich sind alle Sparpotenziale in internen Strukturen zu nutzen. Das muss auch die BVG belegen, dass sie hier sich Schritt für Schritt verbessert und auch alle Sparanstrengungen, alle internen Sparanstrengungen, die zu erbringen sind, auch wirklich leistet. Die Frage der Finanzierung des Nahverkehrs allerdings, meine Damen und Herren, wird ein Dauerbrenner der verkehrs- und haushaltspolitischen Debatten in Berlin und Brandenburg bleiben. Angesichts der demografischen Entwicklung, vor allem in Berlin und in seinem unmittelbaren Umland, zeigt sich, dass das Verkehrsangebot ausgeweitet werden muss, um der Nachfrage der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Es werden neue Quartiere, neue Wohnquartiere entstehen für die 230.000 Menschen, die in den nächsten Jahren in unsere Stadt kommen. Und ob in Lichtenberg oder in Neukölln, wenn solche großen neuen Quartiere entstehen, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie auch angebunden werden müssen. Mehr ÖPNV ist für mich die Parole, die Devise und nicht weniger ÖPNV. Die Mobilität der Menschen in unserer Stadt zu sichern, ist Daseinsvorsorge. Das ist Aufgabe der Politik, das zu organisieren, meine Damen und Herren. Meine Verwaltung erarbeitet gerade den Entwurf des Nahverkehrsplans für die Jahre 2014 bis 2018 und dort wird das Thema wachsende Stadt eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen, dass wir mindestens den heutigen Standard halten wollen. Wir müssen verstärkt aber auch in Sicherheit und Service investieren und neue technische Entwicklungen wie das E-Ticket aufgreifen. Dazu kommen Investitionen in neue Fahrzeuge, auch in begleitende Technik. Herr Gelper, vor 10 Tagen rund hat eine Veranstaltung beim VBKI stattgefunden, Bauindustrieverband, Fachgemeinschaft, Bau haben dazu eingeladen und ich habe mit Frau Nikutta auf dem Podium gesessen, Sie waren leider nicht dabei, Sie hätten dann mitverfolgen können bei dieser wichtigen Debatte, dass es eben nicht wieder mal den einen Schuldigen gibt, die VLB, die muss nur den Schalter umlegen und schon geht schneller und alles wird billiger, sondern dass dieses hochkomplexe Verkehrssystem in Berlin von vielen Komponenten abhängig ist. Die VLB, Bezirke, Senat sicherlich, aber auch die BVG haben ihren Teil dazu beizutragen, dass wir Tram- und Busbeschleunigung flächendeckend in Berlin haben. Aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, dass wir in den letzten Jahren eine umfangreiche Modernisierung schon vorgenommen haben und 2/3 unserer Lichtsignalanlagen entsprechend ausgestattet sind und die Beschleunigung des ÖPNV über diese Lichtsignalanlagen schon gewährleistet ist. Meine Damen und Herren, wir diskutieren schwierigste Rahmenbedingungen, die schon da sind. Die wirtschaftliche Situation der BVG wurde schon dargestellt. Ich habe eben noch Rahmenbedingungen dargestellt. Alles das muss man auch noch einordnen in bundesweite Debatten. Wir diskutieren derzeit mit allen Bundesländern und dem Bund über die Revision der Regionalisierungsmittel, die ab 2015 greifen wird, und über den Wegfall der Bundesmittel aus dem Entflechtungsgesetz ab 2019. Auch die Zukunft steuerlicher Privilegien für den Nahverkehr ist ungewiss. Es wird eines Kraftaktes aller Akteure bedürfen, auch durch weitere Effizienzsteigerung bei den Verkehrsunternehmen, um vor diesem Hintergrund die heutige Angebotsvielfalt dauerhaft zu sichern und im erforderlichen Umfang weiterzuentwickeln. Und wir können nicht warten, bis diese schwierige Situation möglicherweise auch auf Bundesebene so eintritt, wie ich es eben geschildert habe, und Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen und dann erst reagieren. Die BVG muss vorbereitet sein auf schwierige finanzielle Situationen. Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, um auch dann, wenn so etwas eintritt, wie ich es beschrieben habe, handlungsfähig zu sein. Meine Damen und Herren, abschließend, nach dem von mir dargestellten, glaube ich, kann man sehr selbstbewusst sagen, diese Preiserhöhung ist eine Preiserhöhung mit Augenmaß. Wir brauchen und wir wollen mehr öffentlichen Verkehr für die Zukunft, aus sozialen Gründen, aus umweltpolitischen Gründen und um die wachsende Stadt lebenswert zu gestalten. Wir greifen auch die Entwicklung der letzten Jahre auf und unterstützen das neue Mobilitätsverhalten in unserer Stadt.
Der motorisierte Individualverkehr geht seit Jahren zurück. Und das ist gut. Das ist eine gute Entwicklung für unsere Stadt, dass wir das so haben. Wir stärken durch Investitionen verkehrliche Infrastruktur, insbesondere für die Wirtschaftsverkehre. Wir organisieren auch Individualverkehr so, dass wir ihn rausbekommen aus den Wohngebieten. Auch das ist richtig und wichtig, diese Entwicklung weiter zu unterstützen. Aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, und ich glaube, das erwarten auch die Berlinerinnen und Berliner, setzen wir verstärkt auf Fuß- und Radverkehrsausbau. Auch das sind interessante Entwicklungen. Gerade im Bereich des Radverkehrs haben wir viel Potenzial nach oben. Wir sind eine Stadt der kurzen Wege. Wir können es schaffen, in den nächsten Jahren 20% des Radverkehrs am Mobilitätsaufkommen in der Stadt sicherzustellen. Dafür sind Investitionen richtig und wichtig. Dafür werde ich auch in den kommenden Monaten streiten, dass wir diese Entwicklung auch entsprechend unterstützen. Und wir brauchen selbstverständlich neben diesen Form, die ich dargestellt habe, motorisierter Verkehr, Radverkehr, Fußverkehr, auch einen starken, einen gut finanzierten ÖPNV mit einem attraktiven Angebot für alle Berlinerinnen und Berliner. Und unsere Politik, die Politik dieses Senats, wird das auch in Zukunft sicherstellen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Senator. Wir treten jetzt eine zweite Rederunde. Mir liegt hier zu, bis jetzt nur eine Wortmeldung vor, und zwar die Kollegen von der Piratenfraktion, Herr Klaus Brunner, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Senator, Sie sprachen gerade von Augenmaß. Augenmaß ist Schätzen. Man sollte in diesem Fall bei den Summen doch besser genau rechnen. Sie vergleichen Berlin mit anderen Städten. Sie vergessen aber auch, dass in Berlin das Einkommens- und Arbeitslohnverhältnis im Vergleich zu anderen Städten auch anders aussieht. Die Menschen haben weniger Geld. Sie können sich diese Fahrpreise, die zum Beispiel in München erhoben werden oder in Hamburg, nicht unbedingt leisten. Das sollte man immer berücksichtigen. Sie haben auch gesagt, zumindest habe ich Sie so verstanden, dass das Sozialticket nicht teurer wird. Haben Sie dann vor, den Verkehrsvertrag zu ändern, diesen Punkt? Weil wenn Sie das nicht tun, wird es nämlich tatsächlich teurer, ab 01.01.2014. Was Sie auch machen, Sie vergleichen verschiedene Fahrgastgruppen miteinander. Es gibt hier einmal die Dauerkarteninhaber und es gibt die Einzelfahrscheinkäufer. Diese Gruppen sind nur bedingt überschneidend. Das heißt, der sich eine Einzelfahrkarte kauft, kauft sich im Regelfall selten eine Monatskarte. Dementsprechend kann er die von Ihnen skizzierten Angebote und Rabatte nicht wirklich wahrnehmen. Die Vierfahrtenkarte ist ja auch nur ein Behelf. Ich habe auch selber eine Zeit lang die Vierfahrtenkarte genutzt, fand sie nicht als echte Ersparnis im Vergleich zum Einzelfahrscheinkauf, bin natürlich zur Monatskarte übergegangen. Aber wer macht das, wer hier nicht ständig wohnt? Dann haben Sie darüber gesprochen, dass es ja neue Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen gibt, wie zum Beispiel die S21 zu bauen. Da haben Sie aber ein wesentliches Detail vergessen, und zwar die Lücke zwischen Hauptbahnhof und Potsdamer Platz. Wenn Sie die gleich im ersten Bauabschnitt mit schließen würden, dann hätten Sie tatsächlich die S21 im Netz richtig eingebunden. So ist es nur ein Rumpfbetrieb, so wie die U55, und schöpft Ihr volles Potenzial nicht aus. Es kostet aber das volle Geld. Das nächste Ding ist, Sie haben angedeutet, dass der Senat ja alles tut, dass die S-Bahn zukunftsfähig ist. Es ist bisher noch kein konkretes Konzept für Ersatzfahrzeuge. Wir wissen ja, dass ab 2017 die ersten Genehmigungen und Zulassungen auslaufen. Da hätten Sie schon längst Interessenbekundungsverfahren als auch Ausschreibungsverfahren starten können. Das dürfen Sie, wenn Sie das entsprechend in einer Anstalt öffentlichen Rechts verankern und die Fahrzeuge in den Besitz des Landes Berlin einbauen. Dann kommen wir noch zu dem Punkt, dass Sie meinen, dass die BVG Einsparen und Optimierungspotenzial hat. Ja, sie hat Optimierungspotenzial. Wenn ich denen die 850 Millionen Euro Schulden wegnehme, die
wie wir alle wissen, historisch bedingt sind, aus der Übernahme der BVB mehrheitlich alte Pensionsschulden. Das muss in den Landeshaushalt zurück. Wenn Sie dies nicht tun, dann müssen Sie wenigstens die Zinsen, die dieser Betrieb aus dem operativen Geschäft zahlen muss, sind immerhin 40 Millionen Euro, wieder zuweisen. Das ist das Mindeste, was Sie machen müssen. Das tun Sie aber gerade nicht. Die BVG macht im operativen Geschäft, so hat Frau Nikuta das zumindest gesagt, 76 Millionen Euro Schulden. Und wenn Sie das halbieren können, hätten Sie schon ein ziemlich großes Einsparpotenzial freigeschaltet. Ich verstehe Sie doch nicht. Was auch nicht geht, dass geplant wird, die S-Bahn als Gesamtbetrieb aufzuteilen. Sie wollen, dass Sie die Ringbahn und die Zulaufstrecke Königs Wusterhausen ausschreiben an Privatunternehmer. Was macht denn der Privatunternehmer? Der will dann auch durch entsprechende Verträge ja sein operatives Geschäft absichern. Da muss ich auch vor Risiken sichern. Wollen Sie das dann so ähnlich machen wie bei den Berliner Wasserbetrieben? Ich denke, und das denkt auch meine Fraktion, dass es hier keine Zerschlagung des seit über 100 Jahren einheitlich betriebenen S-Bahn-Netz geben darf. Und es soll hier auch langfristig darüber nachgedacht werden, die S-Bahn in kommunaler Hand zurückzubekommen, so wie es mal von 1984 bis 1994 für die Westberliner S-Bahn mal gemacht worden ist. Dann hatten Sie noch die Busspuren angesprochen, die jetzt so schön geplant sind. Ich bringe mal die Schlossstraße in Steglitz als Beispiel, wie man es nicht machen soll. Da stehen die Busse schön im Stau. Auch hier sollte man noch mal überdenken in seinem Gesamtkonzept, was man da tun kann und nicht einfach Dinge weginvestieren und feststellen hinterher, dass es doch nicht so funktioniert, wie man es sich vorher gedacht hat. Fragen Sie die entsprechenden Bürgerinitiativen und andere Fachleute, die sich damit langjährig beschäftigen. Die haben ja nicht blöde Ideen. Hören Sie auf diese Menschen, tun Sie das einfach mal. Da wird über Sie auch nicht geschimpft. So, hier ist eine Lampe an, die Redezeit ist zu Ende. Ich komme dann hier zum Schluss. Ich bin der Meinung, dass Veolia an dieser Stadt nirgendwo beteiligt werden darf. Vielen Dank, Herr Klaus Brunner. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Die antragstellende Fraktion beantragt zur Drucksache 17.0886 die sofortige Abstimmung. Die Koalitionsfraktionen hingegen beantragen die Überweisung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und an den Hauptausschuss. Ich lasse damit zunächst über den Überweisungsantrag abstimmen und bitte um das Handzeichen zur Zustimmung für diesen Überweisungsantrag. Das sind die Fraktionen der SPD und der CDU und der fraktionslose Abgeordnete. Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktion. Enthaltungen? Ich sehe keine Enthaltung, damit ist der Antrag überwiesen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 4. Das ist der Bericht, Drucksache 19.0925. Über die Tätigkeit des Petitionsausschusses für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012. Zunächst gibt es den mündlichen Bericht des Vorsitzenden des Petitionsausschusses. Bitte schön, Herr Abgeordneter Kugler, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Bericht über die Tätigkeit des Petitionsausschusses für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012 vorstellen kann. Nach meiner Einschätzung ist dies einer der wichtigsten Berichte, weil es in der Regel der einzige Zeitpunkt ist, zu dem wir hier im Plenum die Gelegenheit haben, über die individuellen Sorgen und Nöte der Menschen in unserer Stadt zu sprechen. Ich bin deshalb sehr dankbar, dass der Bericht noch vor den Prioritäten auf der Tagesordnung steht. Ich halte dieses Verfahren aber im Übrigen für alle anderen Berichte auch für angemessen. Ich bedanke mich aber auch bei unserem Präsidenten und beim Referat Öffentlichkeitsarbeit dafür, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit hatten, unseren Bericht zusätzlich in Broschürenform erscheinen zu lassen, weil das für die Akzeptanz unter den Adressaten, also bei den Menschen, hilfreich ist. Der Petitionsausschuss müht sich, viele Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Dies ist eine davon. Andere Möglichkeiten, die wir nutzen, sind zum Beispiel Plakate.
In diesem Jahr verteilen wir wieder rund 5000 Plakate an Behörden und öffentliche Einrichtungen, um auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Wir machen aber auch weiterhin unsere Sprechstunden, zum Beispiel in Einkaufszentren oder aber wie zuletzt im Bezirksamt, also im Rathaus Charlottenburg, wo wir die Gelegenheit hatten, sehr vielen Menschen bei ihren Sorgen und Nöten weiterzuhelfen. Überhaupt sind die Mitglieder des Ausschusses sehr viel vor Ort. Denn es ist bei unserer Arbeit sehr wichtig, uns ein Bild auch von den Menschen zu machen und sie nicht nur als Akten zu betrachten. Zum Beispiel war der Ausschuss an einem Freitagabend vor Ort, um sich über die Lärmemission eines Hostels im Bezirk Berlin-Mitte ein eigenes Bild zu machen und entscheiden zu können, welche Maßnahmen aus unserer Sicht notwendig erscheinen. Bei Verkehrsanliegen beispielsweise ist der Ausschuss fast regelmäßig vor Ort, weil auch da hilfreich ist zu sehen, wie ist die Verkehrslage. Da haben wir im letzten Jahr beispielsweise eine sehr interessante Veranstaltung im Berlin-Lichterfelde am Dahlemer Weg gehabt. Jetzt aber vielleicht ein paar Zahlen. Die Anzahl der neu eingegangenen Petitionen lag im Jahr 2012 bei 1852. Zum Vergleich, im Jahr 2011 waren es 1750. Die Zahl der tatsächlich bearbeiteten Vorgänge lag bei im Jahr 2012 bei 2215 Vorgängen, was damit zu tun hat, dass wir zu vielen Petitionen weitere Zuschriften bekommen. Den Anstieg der Eingaben führen wir auf die Einführung der Online-Petition zurück. Im vergangenen Jahr, also in 2012, erreichten uns bereits ein Drittel aller Petitionen auf dem elektronischen Weg. In den ersten drei Monaten diesen Jahres waren es bereits 40%. Für den Ausschuss gilt deshalb, die Entscheidung, die Online-Petition einzuführen, war ein richtiger Schritt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber eben auch, dass es ein erster Schritt auf dem Weg in Richtung Nutzung der elektronischen Medien war. Denn mehr und mehr Menschen nutzen sogenannte Online-Portale, um Petitionen einzureichen und auf diesem Wege Unterstützung für ihre Anliegen zu sammeln. Diese Portale sind breit gestreut und in der Regel uns nicht bekannt, sodass die Anliegen, die dort vorgetragen werden, meist gar nicht das Haus erreichen und wir hier nicht darüber beraten können. Deshalb erscheint es uns sinnvoll, auch eine öffentliche Petition, eine öffentliche Online-Petition mit der Möglichkeit zur Mitzeichnung einzuführen, damit diese Anliegen der Menschen auch hier im Haus beraten werden können, wir sie also sozusagen auf den Boden unserer Verfassung zurückholen und uns darum kümmern können. Ja, danke schön. Das ist wirklich ein Applaus wert. Denn es scheint sich zu zeigen, dass die ja in Berlin vorhandenen direktdemokratischen Mittel eben für diese Zwecke allein nicht ausreichend oder nicht zielführend sind. Nun aber zurück zu den Zahlen. Die meisten Petitionen, insgesamt 353, betrafen den Bereich Soziales im vergangenen Jahr. Danach folgte der Bereich Justiz mit 162 neuen Vorgängen. Sie sehen, das ist dann schon weniger als die Hälfte. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit lässt sich unter dem Titel Menschen mit Behinderungen zusammenfassen. Auch hier haben wir in vielfältiger Form uns mit Fragen von Menschen mit Behinderungen beschäftigt. So haben wir uns mit Parkerleichterung wegen Behinderung ebenso befasst wie mit der passenden Form von Bescheiden an blinde Menschen. Eine weitere offene Petition fordert die Beibehaltung der automatischen Absenkung von Bussen an Haltestellen. Der Petitionsausschuss, und nicht nur der, unterstützt die Eingabe, weil die Einführung des sogenannten Kneelings ein Meilenstein auf dem Weg der Gleichstellung für Menschen mit Behinderung war. Ein Beispiel für den langen Atem unseres Ausschusses zeigt das nächste Beispiel. Im März 2005, also in der 15. Wahlperiode, erreichte den Ausschuss eine Eingabe, weil infolge der Verlagerung der Horte an die Schulen auch eine Sonderkita am Teltower Damm geschlossen werden sollte.
Dort wurden auch schwerbehinderte oder mehrfach schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler über das Hortregelalter, in Klammern 12 Jahre, hinaus betreut. Nach, um eine lange Geschichte kurz zu fassen, vielen, vielen Übergangslösungen und letztlich 3 Wahlperioden ist es dann im Juni 2012 endlich geglückt, eine rechtssichere Lösung für diese Kinder zu schaffen, was ich als einen sehr großen Erfolg betrachte, weil nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern ohnehin meist sehr stark belastet sind und diese Rechtsunsicherheit für viele ein großes Problem dargestellt hat. Da ich nicht genug Redezeit habe, nur noch 2 bemerkenswerte Beispiele aus unserer Arbeit. Ja, man könnte, liebe Frau Kurfinger, noch viel, viel mehr nennen. Unsere öffentliche Veranstaltung im Rahmen des Tages der offenen Tür des Berliner Abgeordnetenhauses im letzten Mai stand unter dem Thema Gewalt in Bussen und Bahnen. Hier konnten wir in einer wirklich außergewöhnlich gut besuchten Veranstaltung sehr konstruktiv mit Fachleuten Lösungsansätze entwickeln, wie wir unseren ÖPNV noch etwas sicherer gestalten können. Auch unser Besuch in der Ausländerbehörde war ein höchst erfolgreicher. Hat er uns nicht zuletzt die Möglichkeit zur Hospitanz gegeben, sodass wir mal einen wirklich tiefen Einblick in die Arbeit der Ausländerbehörde gewinnen konnten. Und dies ist deshalb gut, weil natürlich die Anliegen und Eingaben von Ausländern nach wie vor auch das Kerngeschäft des Petitionsausschusses darstellen. Es gibt noch eine Reihe von offenen Vorgängen, die ich leider, wie gesagt, nicht erwähnen kann, die aber dazu führen, dass ich glaube, dass unsere Arbeit noch lange nicht getan ist und man vielleicht erwägen sollte, das ein oder andere Mal öfter hier im Hause darüber zu sprechen, möchte aber vor allem nicht verabsäumen, mich am Ende noch einmal zu bedanken. Zum einen möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Petitionsausschuss bedanken. Wir haben, glaube ich, im vergangenen Jahr in den doch immerhin 39 Sitzungen 2215 Vorgänge bearbeitet. Ich würde mich da auch von der Statistik nicht irritieren lassen, dass auch manche negativ waren. Wir haben gerade in der letzten Sitzung festgestellt, das kann man so oder so betrachten. Ich habe gestern Nachmittag noch erfahren, dass sogar ein Petent, der eine negative Antwort bekommen hat, sich allein deshalb gefreut hat, weil wir die ersten waren, die sein Anliegen ernst genommen und sich um ihn gekümmert haben. Der hat also wirklich auch einen Leserbrief geschrieben. Ich glaube, wir haben in einer sehr guten kollegialen Atmosphäre sehr gut zusammengearbeitet. Ich hoffe, wir tun das auch weiterhin. Aber mein ganz besonderer Dank, wie in jedem Jahr, gilt natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsbüros, weil ohne deren intensive und auch häufig sehr empathische Arbeit wäre unser Wirken nur halb so gut oder vielleicht gar nicht möglich. Insofern herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich hoffe, wir können weiterhin so gut zusammenarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf die Redebeiträge meiner Kolleginnen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Bericht, Herr Vorsitzender. Wir kommen nun zur Besprechung des Berichts und hierfür stehen den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 5 Minuten zur Verfügung. Es beginnt die Fraktion der SPD. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Jauch. Bitte sehr. Er ist so groß. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, auch ich möchte mich zuallererst bei den sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsausschusses bedanken, denn sie sind der eigentliche Motor des Petitionsausschusses. Meine Damen und Herren, mehr als 1800 Eingaben zeigen die Notwendigkeit des Petitionsausschusses. Mehr als 600 Menschen konnten wir ganz oder teilweise mit ihren Anliegen helfen. Ein Viertel der Petenten konnten wir mit einer Auskunft dienlich sein. Im Petitionsausschuss haben wir die Möglichkeit, den Menschen im konkreten Fall zu helfen. Aber auch wenn es sich immer nur um Einzelfälle handelt, ist der Petitionsausschuss doch ein Barometer für die Berliner Verwaltung und Politik. Wir sehen zwar immer nur die Spitze des Eisberges,
aber der Petitionsausschuss gibt uns ein Gefühl für die Problemlagen unserer Stadt. Ich möchte mich deshalb auch an dieser Stelle bei den Menschen bedanken, die sich die Mühe machen, sich an uns zu richten, denn sie helfen uns, die zum Teil sehr abstrakten gesetzlichen Regelungen, die wir haben, im Einzelfall zu überprüfen. Der Petitionsausschuss ist der Andockpunkt für die Berlinerinnen und Berliner an das Berliner Parlament. Ich freue mich, dass wir mit der Einführung der Online-Petition hier einen weiteren Kommunikationsweg aufgemacht haben. Und die Anzahl an Online-Petitionen zeigt auch, dass das ein voller Erfolg war. Meine Damen und Herren, die meisten Petitionen, und der Vorsitzende hat es gesagt, haben wir aus dem Bereich Soziales. Hier trifft es in aller Regel Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Und deswegen möchte ich hier auch noch mal etwas vertieft einsteigen. Ein positives Signal kann man sehen im Bereich der Petition aus den Jobcentern der Stadt, denn die gehen ein Stückchen zurück. Das auch aus den Gesprächen mit den Jobcentern zeigt sich, dass hier die Verfahrensabläufe sich verbessert haben und die Funktion der Jobcenter auch besser funktioniert, als noch zu Beginn das der Fall war. Zwei Sachen sind mir besonders wichtig. Zum einen, wir haben, und die sind im Bericht des Petitionsausschusses auch nicht so deutlich hervorgehoben, wir haben ein Problem bei Menschen, deren Einkommen knapp über die Bemessungsgrenzen liegen, für Grundsicherung oder aufstockende Leistungen nach dem SGB II. Weil wir hier keinen Anspruch der Menschen haben auf Vergünstigungen, also Wegfall von GEZ oder auch Leistungen nach dem Berlin-Pass, denn diese beiden Sachen sind an den Leistungsbezug gekoppelt. Wir haben die Neuregelungen im Wohngeld gehabt. Und was positiv ist, weil mehr Menschen jetzt Anspruch auf Wohngeld haben, viele Leistungsbezieher aus dem SGB II und auch aus der Grundsicherung haben auch Anspruch auf Wohngeld. Nur mit dem Wegfall der Ansprüche der weiteren Leistungen, also Berlin-Pass und GEZ, haben wir hier eine Verschlechterung zum Teil der Menschen in unserer Stadt. Und da müssen wir, glaube ich, noch nachhelfen. Eine zweite Sache, und die ist besonders ärgerlich, ist, wenn Fälle bei uns vorliegen, wo die Bearbeitungsdauer der Anträge zu lange ist. Gerade im Sozialbereich betrifft es halt oft Menschen, die in einer Notlage sind. Oftmals wird die Notlage verschlimmert, wenn die zuständigen Stellen keine zeitnahen oder falsche Entscheidungen treffen. Besonders ärgerlich ist dieser Umstand, wenn sich Sachbearbeiter von vornherein nicht die Zeit nehmen, Lebensverhältnisse und Sachverhalte richtig zu hinterfragen und dadurch den Hilfesuchenden nicht richtig helfen und unterstützen können. Hier wünsche ich mir zum Teil mehr Sensibilität der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Jauch. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Abgeordnete Frau Kofbinger. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die jährliche Rede ist immer eine Freude. Das kann man nicht von jeder politischen Rede sagen, vor allem nicht, wenn man Oppositionspolitikerin ist. Und ich möchte Sie, wie das wohl alle Kolleginnen und Kollegen, die noch kommen werden, mich ganz herzlich bedanken. Ich sehe gerade Frau Albers sitzt da, die stellvertretende Leiterin des Ausschussbüros, das uns eben so zuarbeitet. Herr Jauch und Herr Kugler haben das ja schon erwähnt. Es ist eine wahre Freude, mit diesen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten, denn das machen wir ja. Wir machen weniger Politik, wir arbeiten da, und zwar im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Ja, das stimmt alles, was ich hier sage. Herr Kugler nickt. Ja, wir arbeiten da.
Wir haben einen wöchentlichen Ausschuss und das Wunderbare ist, obwohl wir jetzt weniger geworden sind, es sind ja nur noch 11 statt vormals 13 Abgeordnete, die sich dort wöchentlich treffen. Ich habe immer den Eindruck, alle kommen gern. Alle kommen gern morgens, jawohl, danke Frau Graf, 2 Daumen hoch, kommen gern und kümmern sich um diese Angelegenheiten. Das ist erstmal wunderbar, alle sind irgendwie zufrieden. Es gibt aber sicherlich auch eine Arbeit, die aus dieser Petitionsausschussarbeit erwächst. Und da muss ich mich an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenden. Ich bin genau wie Herr Jauch im Bereich Soziales unterwegs. Also ich teile mir mit ihm das Aufgabengebiet. Sie haben es ja schon gehört, die meisten Petitionen kommen ja aus dem Bereich Soziales. Und das heißt, was wir da erfahren, darf natürlich nicht bei uns bleiben. Es ist ein nicht öffentlicher Ausschuss, sondern das sollte auch hier natürlich in die anderen Fachausschüsse gehen. Und das machen wir auch manchmal mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Aber ich bitte Sie, da einfach noch mehr aufzunehmen, was wir Ihnen schicken und sich noch mehr um die Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu kümmern. Sie haben es sich verdient. Es ist ein, wie gesagt, nicht öffentlicher Ausschuss. Sie erfahren überhaupt nichts von dieser Arbeit. Also sind wir auf Sie angewiesen, dass Sie unsere Arbeit aufnehmen und in Ihren Ausschüssen verstärken und die Probleme lösen. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit den Problemen. Und wir machen eine wunderbare Vorlage. Menschen haben sich an uns gewendet, meistens nicht ein Mensch oder zwei. Es sind ja oft auch so bestimmte Cluster, die wir identifizieren. Und da sollten unsere Arbeitsschwerpunkte dann auch übers Jahr so liegen. Da möchte ich auch einige nennen, gerade aus meinem Bereich Soziales. Da ist ja immer ein bisschen was im Argen. Interessant ist, bei den 353 Petitionen, die schon erwähnt wurden, sind über 200 positiv oder teilweise positiv. Also da konnten wir helfen. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz im Durchschnitt. Wenige sind negativ, es gibt Auskünfte, es gibt neutrale Petitionen. Das heißt, es gab da über 200 Fälle, von denen wir wissen, die bei uns auf dem Tisch landen, wo etwas offensichtlich schiefgelaufen ist. Für eine 3,5-Millionen-Stadt jetzt nichts Aufregendes, möchte ich natürlich auch sagen. Aber es sind Fälle, denen man sich widmen sollte. Und Herr Jauch hatte es ja schon erwähnt, es geht hier wirklich um die Leute, die auf unsere Hilfe auch besonders angewiesen sind, weil es meistens um Geldsachen geht. Ich sehe natürlich das Ausbleiben einiger Petitionen im Bereich Jobcenter nicht ganz so positiv wie Herr Jauch. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir den Leuten auf die Pelle rücken. Wir sind ja sehr intensive Besucherinnen von Jobcenter geworden. Sicherlich hat es auch damit zu tun. Es hat aber damit zu tun, vor allen Dingen, dass es wahnsinnig viele Klagen gibt. Viele Menschen beschreiten jetzt einfach den Klageweg und kommen nicht mehr zu uns. Und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Was ich aber gut finde, diese Entwicklung, wir sind eingeladen, ich glaube am 14. Mai oder wann ist es, gehen wir zum Jobcenter Tempelhof Schöneberg. Da wird eine neue Clearingstelle eingerichtet, eine alte grüne Forderung, würde ich sagen. Eine Ombudsstelle, haben wir immer gesagt, möchten wir gerne haben. Das ist ein wunderbares Ergebnis im Prinzip, auch dass wir eingeladen werden. Finde ich also ganz schön, dass wir dazukommen können und uns das direkt vor Ort mal angucken können, wenn es aus der Taufe gehoben wird. So macht Arbeit Spaß, aber wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Die WAF haben Sie auch schon angesprochen, da haben wir so unsere Kritik. Ich weiß, Herr Senator Chaya hat sich da auf einen sehr langen Klageweg begeben, aber ich glaube, da ist noch viel zu tun, denn das ist immer noch ein Schwerpunkt, die Umzüge, die Zustimmung zu Umzügen, die Mieten, die Menschen, die dann umziehen müssen. Das ist sehr, sehr misslich und da müssen wir alle zusammen ran. Das können wir auch, denn im Petitionsausschuss ist auch, glaube ich, der Einzige, arbeiten wir wirklich alle ganz hervorragend zusammen. Also die Parteigrenzen verschwimmen da auch und wir arbeiten da so punktbezogen. Eine Sache, die mir auch noch sehr am Herzen liegt, ist natürlich das Ausländerwesen. Auch da müssen wir Sie um Hilfe bitten, von der Härtefallkommission, mit der wir intensiven Kontakt pflegen, weiß ich, dass Sie viel mehr Fälle nicht durchbekommen. Auch wir können da manchmal leider nicht mehr helfen, obwohl wir es für sinnvoll erachten. Damit komme ich auch zum Schluss. Und da müssen wir einfach noch zusehen, dass wir da noch besser zusammenarbeiten, vielleicht auch mal ein bisschen den Druck auf den Innensenator erhöhen und dann werden wir da auch größere Erfolge im Laufe der nächsten Jahre erzielen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kofinger. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Frau Tamm. Bitte sehr.
sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Rede halte ich auch im Namen der weiteren CDU-Mitglieder in dem Ausschuss, den Herren Krüger und Freimark, denen ich für die kollegiale Zusammenarbeit hier sehr danke. Themen, die den Petitionsausschuss in 2012 in hohem Maße beschäftigten, waren die Auswirkungen des Rundfunkbeitragsgesetzes, die Bearbeitungszeiten bei Anträgen auf Schüler-BAföG sowie lange Bearbeitungszeiten bei Anträgen auf Anerkennung von Schwerbehinderungen. Es ist zu einer guten Gewohnheit geworden, dass der Ausschuss mehrmals im Jahr öffentliche Sprechstunden in den Einkaufszentren abhält. Eine weitere Maßnahme, die auch der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den bezirklichen Administrationen dienen soll, sind Sprechstunden in den Rathäusern. Begonnen wurde mit einem Termin im Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf. Denn viele Petitionen, die den Ausschuss erreichen, sind nur in Zusammenarbeit mit den Bezirken zu behandeln. Und auch soll die Zusammenarbeit mit den bezirklichen Ausschüssen für Eingaben und Beschwerden intensiviert werden. Darüber hinaus gab es viele, das wurde schon erwähnt, Vor-Ort-Termine, Besuche bei Jobcentern, Sozialämtern in der Bezirke, Schulen und so weiter. Denn die Mitglieder des Petitionsausschusses wollen nicht nur nach Aktenlage diskutieren und entscheiden, sondern ein wirklichkeitsnahes Bild von den Bedingungen und den Zuständen bekommen, die zu den Petitionen führen. All diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Petitionsbüros nicht möglich. Deshalb hier der ausdrückliche Dank an Sie für Ihre Arbeit. Ja. Der Dank der CDU-Mitglieder gilt aber auch den Mitgliedern der anderen Fraktionen in diesem Ausschuss. Die Diskussionen und Entscheidungen sind weitaus weniger von parteipolitischem Interesse geprägt, als vielmehr von dem Wunsch, den Petenten zu ihrem Recht zu verhelfen und sie zu informieren. In Zeiten zunehmender Bürokratisierung, in einem sich ständig vergrößernden Behördenapparat und von zunehmender Entfremdung zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und den politisch und administrativen Entscheidungsträgern auf der anderen Seite ist der Petitionsausschuss von großem Wert. Er schafft mit seiner Arbeit wieder Nähe und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Denn seine vornehmliche Aufgabe über alle Einzelfälle hinweg ist es, Vertrauen zu schaffen. Die über die Jahre steigende Zahl von Petitionen mag Beweis sein, dass dies wohl auch gelingt. Zum Schluss noch eine Hoffnungsäußerung. Es wäre auch zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, wenn die im Petitionsausschuss zwar von Diskussionen geprägte, aber letztendlich konstruktive Zusammenarbeit auch in den anderen Ausschüssen zum Maßstab ihrer Arbeit werden würde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Tamm. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Frau Kittler. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Petitionen sind ein Seismograph für die Politik und für die, die sie ausüben. Also für uns Abgeordnete genauso wie für den Senat. Sie bieten nicht nur eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, um Hilfe zu ersuchen oder Beschwerde zu führen, sondern sie sind auch eine ebenso niedrigschwellige Form der bürgerlichen Teilhabe. Viele Petentinnen und Petenten wollen nämlich nicht nur für sich etwas ändern, sondern eine grundlegende Änderung von Zuständen oder gesetzlichen Regelungen erreichen. Petitionen haben für die Politik auch eine Kontrollfunktion. Deshalb wünschte ich mir des Öfteren, dass alle hier genauer hinhören, genauer nachlesen, was uns Bürgerinnen und Bürger sagen wollen, wenn sie uns eine Petition schreiben. Auch in den von mir zu bearbeitenden Sachgebieten Bildung und Ausbildungsförderung, Hochschule und Wissenschaft, Kultur und nicht zuletzt Betriebe des Landes Berlin erreichten uns im Berichtszeitraum sowohl Petitionen mit mich teils sehr bewegenden Einzelschicksalen als auch Sammelpetitionen, die die Interessen von größeren Bevölkerungsgruppen widerspiegelten. Auch teils skurril anmutende Anliegen wie die Einführung zusätzlicher Feiertage in Berlin, um einen Gerechtigkeitsausgleich zu den anderen Bundesländern oder wenigstens zum Land Brandenburg herzustellen, erreichten uns.
Wie ja öffentlich bekannt und auch im vorliegenden Bericht enthalten, haben uns zunehmend Hilferufe von Berufsschülerinnen und Berufsschülern erreicht, die über Monate auf die Bearbeitung ihrer BAföG-Anträge im Amt Charlottenburg-Wilmersdorf warten mussten, ohne ein Überbrückungsgeld zu bekommen, die nicht mehr wussten, wovon sie leben sollten und damit vom Abbruch ihrer Ausbildung bedroht waren. Den Weg der Petition fanden dabei nur Einzelne von Tausenden. Diesen Einzelnen wurde in der Regel geholfen, indem ihre Anträge durch unsere Nachfrage im BAföG-Amt vorgezogen wurden, was das Problem an sich ja aber wohl nicht löste. Als uns angekündigt wurde, dass selbst das aufgrund der Personalsituation nicht mehr möglich ist, bin ich parlamentarisch aktiv geworden. Ein Ergebnis dessen ist der uns heute vorliegende Antrag, rechtzeitige BAföG-Auszahlung zur Existenzsicherung sofort durchsetzen, von der Linksfraktion. Obwohl Herr Dr. Nebermann die von uns hier geforderten Veränderungen als notwendig und die von uns auch im Wissenschaftsausschuss genannten Ursachen als zutreffend bestätigte, will die Koalition dem Antrag heute nicht zustimmen. Wir werden dann zum Ende des Jahres das gleiche Problem also wieder haben, und das ist eigentlich unglaublich. Sehr bewegende Einzelschicksale haben uns auch von Eltern erreicht, deren Kinder eine besondere Förderung verwehrt wird, obwohl sie Behinderungen haben, die auch von Psychologen und Ärzten bestätigt werden und meist schon dramatische Erlebnisse in ihrem Leben verkraften mussten. Hier haben wir nicht bei allen helfen können, und in einigen Fällen habe ich die Befürchtung, dass dies die Kosten bestimmt haben. Besonders auffällig finde ich hier eine aus meiner Sicht nicht ausreichende Unterstützung für Kinder mit Autismus. Es sollte uns allen ein Anliegen sein, gerade im Hinblick auf die Durchsetzung der inklusiven Bildung, hier ein Sparen auf Kosten von Schwachen nicht zuzulassen. Massenpetitionen oder Sammelpetitionen spiegeln die Meinung oder den Willen vieler Berlinerinnen und Berliner wider. Das waren im kulturellen Bereich zum Beispiel die Sorge um den Erhalt des Zuckermuseums oder die Massenpetition gegen eine zentrale Landesbibliothek auf dem Tempelhofer Feld. Oder im Bereich der Wissenschaft die Petition der UdK-Studierenden als Reaktion auf die Baumert-Vorschläge für ein neues Lehrerbildungsgesetz, wo wir jetzt ja auf eine Stellungnahme des Wissenschaftsausschusses warten. Eine Ausschussunterstützung haben wir uns auch zur Massenpetition zum automatischen Absenken der Busse der BVG eingeholt. Und da die Ergebnisse der Untersuchung der BVG ja nun wohl vorliegen und die sogenannte Testphase beendet ist, hoffe ich, dass das Parlament nun im Interesse der Petentin tätig wird. Zum Abschluss noch Folgendes. Wenn wir Petitionen als partizipative Verfahren ernst nehmen, bei denen die Bürgerin oder der Bürger eigene Themen auf die Agenda der Politik setzen kann, und wenn wir diese Bürgerteilhabe wollen, dann sollten wir auch über ein moderneres Petitionsrecht nachdenken. Das beginnt schon damit, wie alle Abgeordnete über Inhalt und Verfahren von bzw. mit Petitionen informiert werden. Die Linksfraktion macht das Angebot, gemeinsam über die Möglichkeit öffentlicher Petitionen zu diskutieren und ebenso über öffentliche Anhörungen, die an ein Quorum gebunden sind. Um auch die Öffentlichkeit über Petitionen zu informieren, sollten wir auch darüber nachdenken, wie in welchem Umfang wir Petitionen natürlich auch zum Teil anonymisiert öffentlich machen können. Und die Linksfraktion wird dazu fundierte Vorschläge unterbreiten. Ich möchte mich aber auch noch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Büros bedanken und ausdrücklich auch beim Ausschussvorsitzenden Herrn Pugler. Vielen Dank, Frau Pittler. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Frau Graf. Bitte sehr. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Damen und Herren, als erstes auch von mir der Dank an das Petitionsbüro. Ich wüsste nicht, was wir ohne diese Mitarbeiter dort machen sollten. Der Petitionsausschuss ist mein Lieblingsausschuss. Entschuldigung jetzt an die Kollegen aus dem Bildungsausschuss, aber das ist einfach so. Dies liegt vor allem daran, dass hier wirklich reale Politik passiert. Wir haben hier echte Menschen mit echten Problemen und Menschen, die uns Verbesserungsvorschläge für uns hier in Berlin zukommen lassen. Die eingehenden Petitionen hier sind ein Spiegelbild dessen, was die Berliner Bürgerinnen und Bürger wirklich bewegt. Hier werden uns Probleme aufgezeigt und wir haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren und daraus zu lernen.
Dies kann in kleineren Punkten wie zum Beispiel fehlender Straßenbeleuchtung oder wenig Parkplätzen liegen, aber auch in Anliegen, die die Existenz betreffen, wie zum Beispiel die Bearbeitung von Wohngeldanträgen oder die Anträge zum Elterngeld. Auch in sehr schwierigen Situationen für Familien, zum Beispiel wenn der Petent Probleme mit dem Jugendamt hat, wendet er sich an den Petitionsausschuss. Hierbei habe ich auch ein Beispiel für Sie mitgebracht. Also noch mal ganz kurz am Rande dazu, im Petitionsausschuss haben alle gesagt, was sie für Themen bearbeiten. Ich mache Jugend, Familie, Inneres, Sicherheit und Ordnung und Datenschutz. Im vergangenen Jahr, jetzt aus dem Bereich Jugend, die Situation wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen. Dabei hat sich eine Petentin an uns gewandt, die für ihre Enkeltochter das Sorgerecht übernommen hatte. Ihre Tochter war alkoholabhängig, auch während der Schwangerschaft. Daraufhin ist das Mädchen auch sowohl geistig als auch körperlich behindert zur Welt gekommen. Und kurze Zeit später ist die Mutter verstorben, wodurch sich die Großmutter dann vollkommen um das Kind gekümmert hat. Und dieses Kind benötigte natürlich auch gesonderte Betreuung. Sie hat sich wirklich rührend um das Kind gekümmert. Dadurch war eine Besserung der Entwicklung auf jeden Fall ersichtlich, was auch die Kinderärzte und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst bestätigten. Trotzdem lehnte das Jugendamt einen rückwirkenden finanziellen Ausgleich ab, obwohl der erweiterte Förderbedarf ersichtlich war. Die Petentin wandte sich nun an den Petitionsausschuss mit Hilfe, bat den Petitionsausschuss um Hilfe, da sie das Geld nun benötigte. Vom Jugendamt kam allerdings nur der Vorwurf, dass sie sich einen finanziellen Vorteil verschaffen wolle und nicht arbeiten müsse, weil sie sich um ihr Kind kümmere und sie deswegen das nicht einsehen würden. Dieser Vorwurf war allerdings hinfällig, da die Petentin zu dem Zeitpunkt selbst schon als erwerbsunfähig gemeldet war. Der Petitionsausschuss konnte hier schlussendlich helfen und forderte nochmal die Akten an und wertete diese aus und prüfte sie erneut und veranlasste auch eine Prüfung beim Jugendamt. Daraufhin hat die zuständige Stadträtin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 20.000 Euro bewilligt und damit konnte der Petentin geholfen werden. Es ist für mich immer wieder schön zu sehen, wie der Petitionsausschuss Bürgerinnen und Bürgern in Berlin helfen kann. Dennoch gibt es Anliegen, bei denen der Petitionsausschuss nicht weiterhelfen kann. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Bürger sich an uns wenden, weil sie explizit Gesetze geändert haben möchten. Hier sehe ich die Verantwortung zum einen bei uns, dass wir diese Gedanken aufgreifen und in eigene Anträge formulieren, wie Frau Kittler das zum Beispiel gemacht haben. Und ich weiß, dass andere Kollegen dies auch tun. Und ich zum Beispiel auch. Also zum Thema Elterngeld werden Sie dann nachher noch etwas sehen. Und zum anderen wünsche ich mir hier aber auch, dass wir das Petitionsgesetz umändern und Petitionen eine Möglichkeit verschaffen, hier gehört zu werden, ohne dass eine bestimmte Partei erst dies ermöglichen muss. Damit können wir die Kompetenzen der Petition stärken und eine Demokratie und die Stärkung der Bürgerbeteiligung ermöglichen. Vielen Dank, Frau Graf. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich möchte mich ebenfalls im Namen des Hauses bei allen Mitgliedern des Petitionsausschusses und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Arbeit dort erst ermöglichen, bedanken für das, was sie zum Wohle der vielen Berlinerinnen und Berliner tun, die sich mit Eingaben, Beschwerden, Sorgen und Nöten an den Petitionsausschuss und damit letztendlich auch an uns alle als ihr Parlament wenden. Vielen, vielen Dank. Der Bericht, jetzt muss ich noch mal formal werden, ist damit zur Kenntnis genommen und besprochen. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 5, das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 5.1, das ist die Priorität der Piratenfraktion mit Tagesordnungspunkt 23. Antrag der Piratenfraktion auf Drucksache 17.0888, Open Educational Resources als Teil der Bildungskultur im Land Berlin. Für die Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 5 Minuten zur Verfügung. Es beginnt die Piratenfraktion. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Delius. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Jedes dritte Schulkind in Berlin hat Anspruch auf Lehrmittelbefreiung. Das heißt, jedes dritte Schulkind in Berlin ist leider zu arm, um sich Schulbücher selbst leisten zu können. Großfamilien und Alleinerziehende ohne Lehrmittelbefreiung tragen jährlich hohe Kosten für Bücher und Materialien für die Schule, die sie sich oft selbst nicht aussuchen dürfen.
Lehrerinnen und Lehrer begeben sich auf einen rechtlichen Drahtseilakt, wenn sie aus Schulbüchern kopieren oder Kopien verteilen wollen. Sie sind darauf angewiesen, selbst Arbeitsmaterialien zu entwickeln, weil das Angebot der Schulbuchverlage entweder nicht für den individuellen Unterricht geeignet ist, die didaktische Qualität zu schlecht oder es schlicht zu teuer ist. Berlin verhandelt zusammen mit anderen Ländern im Rahmen der Kultusministerkonferenz regelmäßig über Verträge mit den Schulbuchverlagen, die damit überhaupt Materialien urheberrechtlich geschützt nach 52a Urheberrechtsgesetz kopiert werden dürfen. Die Länder geben als Schulträger sehr viel Geld aus, um die Versorgung mit Lehrmaterialien an unseren Schulen sicherzustellen. Das finden wir gut. Wir glauben aber, und das zeigt unser Antrag, dass wir das Geld besser ausgeben können. Passender, direkter und sozialer. Offene Lehrmittel oder, wie richtig im Antrag oder vorgelesen, Open Education Resources, kurz OER, können das leisten. Im internationalen Vergleich ist Deutschland hier Schlusslicht. Wir wollen nicht weniger, als dass Berlin den ersten Schritt tut und hin zu offenen Lehrmaterialien und prüft, was machbar ist. Unser Antrag fordert den Senat auf, Modelle zur Implementation offener Lehrmaterialien auf ihre Machbarkeit zu prüfen und finanziellen Auswirkungen auf den Landeshaushalt zu skizzieren. Wir glauben, dass in anderen Ländern erfolgreiche Modelle für offene Lehrmaterialien auch für Berlin funktionieren können und langfristig sozialer und für private und öffentliche Geldbeutel verträglicher sein können. Da kann man klatschen. Mit OER vergrößert sich das Angebot der Unterrichtsmaterialien. Der offene Charakter macht eine freie Adaption, Wiederverwendbarkeit und Vervielfältigung denkbar leicht und entlastet die Lehrkräfte. Gemeinsam den eigenen Unterricht zu gestalten und selbst Materialien zusammenzustellen, macht Kindern und Lehrern Spaß, ist lehrreich und sollte zu einem modernen pädagogischen Konzept im Unterricht unbedingt dazugehören. Die Motivation, sich zu beteiligen, kritisch auf Inhalte zu schauen, neugierig zu sein und sich selbst zu informieren, wird ungleich größer, mit der Aussicht, dass andere von dem Ergebnis profitieren können, wie bei OER der Fall. Kinder lernen heute mit dem Internet. Auch unsere Schulen machen sich nach und nach, gemächlich, aber immerhin auf, das Internet in den Lernalltag einfließen zu lassen. Allein allerdings der Zugang zum weltweiten Datennetz reicht für einen erfolgreichen und modernen Unterricht nicht aus. Eine umfassende Basis für digitale Materialien zur Verfügung zu stellen, ist Aufgabe des Staates. Es nicht zu tun, wäre Pflichtversäumnis. Es braucht eine berlinweite Datenbank für offene Lehrmaterialien, die dem Stand der Technik entspricht und auch multimediale und interaktive Angebote unterstützt. Schulen, Bibliotheken und Freizeiteinrichtungen brauchen Möglichkeiten, selbstständig Inhalte zu erarbeiten oder zu verbessern und diese anderen zur Verfügung zu stellen. Qualitätssicherung funktioniert dabei über die Nachfrage. Das zeigen Modelle aus dem internationalen Kontext. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind längst auf die Prüfung von Unterrichtsmaterialien geschult. Sie prüfen kritisch, was sie unseren Kindern auftischen. Mit OER hatten sie tatsächlich und direkt zusätzlich die Möglichkeit, an den mangelhaften oder möglicherweise mangelhaften didaktischen Konzepten und Materialien etwas zu ändern und diese Änderungen und Verbesserungen anderen zukommen zu lassen. Wir möchten, dass der Senat prüft, rechnet und berichtet. Wir gehen davon aus, dass es eigentlich nichts gegen dieses Anliegen zu sagen gibt und wir noch vor der Sommerpause eine Antwort erhalten können. Gleichzeitig ist uns das Thema so wichtig, dass wir es unbedingt auch vor den Haushaltsberatungen noch auf die Tagesordnung bringen wollen. Von allein scheint das bei dieser Koalition nicht zu funktionieren. Dafür braucht es dann die Piraten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Delius. Für die SPD hat jetzt das Wort Herr Öcsicsik. Bitte schön. Bitte sehr, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Modell der Open Educational Resources ist ein interessantes, innovatives Werkzeug, von dem das Berliner Bildungssystem profitieren kann. Danke. Das Prinzip von offenen digitalen Bildungsressourcen könnte viele Möglichkeiten für Endverbraucher wie Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten eröffnen, denn dadurch haben sie Zugang zu freien Lernmaterialien. Voraussetzung für die Nutzung eines Lizenzverwaltungsverfahrens
wie es das Modell der OER beinhaltet, ist natürlich das Vorhandensein von geeigneten Informations- und Lerninhalten, Contents genannt. Derzeit werden primär die Angebote kommerzieller Anbieter am Markt, zum Beispiel der Lehrmittelverlage, aber auch die kostenpflichtigen und kostenfreien Angebote Dritter aus dem Netz genutzt. Meine Damen und Herren, mehrere Firmen und mehrere Bildungs- und Wissenschaftsinstitute prüfen zum Beispiel derzeitig gemeinsam, wie die Erstellung von Content sowie die Prüfung auf seine Eignung zur Initiierung und Verstetigung von Bildungsprozessen im Benehmen mit den übrigen Ländern abgestimmt werden können. Das Modell der OER stellt einen interessanten Ansatz dar. Es ist jedoch ein weiter Weg, dass dieses Modell das Angebot kommerzieller Anbieter auf absehbare Zeit vollständig ablösen wird. Dennoch kann der Senat prüfen, wie die Nutzung des OER-Modells in geeigneter Weise in Bildungseinrichtungen des Landes Berlin erprobt und auf seine Zweckmäßigkeit hin bewertet werden kann. Denn erst nach einer umfangreichen und gründlichen Evaluation kann über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die erforderliche inhaltliche und didaktisch-methodische Qualität sowie der zu beachtende rechtliche Rahmen sind relevante Hintergründe in diesem Zusammenhang. Meine Damen und Herren, diesen innovativen Ansatz OER müssen wir im Ausschuss weiter diskutieren. Alle Fraktionen und der Senat scheinen daran interessiert zu sein. Mein Fraktionskollege Sven Kohlmeier hat hier bereits bei der Diskussion über die Schultrojaner OER als Alternative ins Spiel gebracht und vorgeschlagen. Durch den Einsatz von OER könnte der Austausch von Lerninhalten, zum Beispiel zur Vorbereitung eines Unterrichts, wesentlich vereinfacht werden. Zum Ende, um diese Änderung der Berliner Bildungskultur zu entwickeln, benötigen wir aber eine breite Beteiligung von mehreren Akteuren an dieser Diskussion. Sie alle sind betroffen und es ist sinnvoll, dass alle zusammen über die Einführung dieses Konzepts diskutieren. Nur so werden wir wahrscheinlich ein gutes Ergebnis bekommen, von dem alle Berliner Bildungsinteressierte profitieren können. Also keine Einführung von oben herab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tschischik. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Birk das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Piratenfraktion zu Open Educational Resources ist die konstruktive Antwort auf die abstruse Forderung der Schulbuchverlage nach einem Schultrojaner und die Debatte, die wir darüber führen mussten, um diesen Unsinn zu stoppen. Insofern begrüßen wir den Antrag der Piraten und können die Aufforderung an den Senat, hier Konzepte zu prüfen und uns dazu einen Bericht vorzulegen, nur unterstreichen. Die Bildungspolitik und die Spitze der Bildungsverwaltung, wo ist sie übrigens? Ach, dort sitzt sie, Entschuldigung. Die Spitze der Bildungsverwaltung in Berlin müssen sich endlich offensiv mit der Tatsache auseinandersetzen, dass das klassische Schulbuch mit den gedruckten Begleitmaterialien für das Lehrpersonal als vornehmliches Mittel zur Vermittlung von Lerninhalten ausgedient hat. Im digitalen Zeitalter und angesichts der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Medien ist das Internet längst zu einem ganz wichtigen Ort zur Entwicklung, zur Veröffentlichung und zum Austausch von Lehr- und Lerninhalten geworden. Und wenn ich mich hier so umschaue, wie wir alle so arbeiten mit unseren Mobiles, Tablets und Laptops und uns dabei ständig online befinden, dann frage ich mich, warum sollten Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer das anders machen? Und die Whiteboards in den Schulen, wenn sie denn mal vorhanden sind, bespielen sich auch nicht von alleine. Die Schulbuchverlage wollen allerdings weiter das Heft in der Hand behalten und stellen sich allenfalls digitale Begleitmaterialien zu ihren Büchern vor. Das kann zwar auch hilfreich sein, der Markt der Möglichkeiten geht aber heute weit darüber hinaus. Tatsächlich ist das digitale Angebot für Lehrerinnen, Schülerinnen und auch die Eltern inzwischen kaum noch überschaubar. Jede Menge Portale und Lernplattformen tun sich auf und bieten Informationen und Lehr- und Lernmaterialien an. Es gibt Netzwerke zum Selbstbestücken dieser Portale und Lernplattformen. Leider gibt es da auch einige verheißungsvolle Angebote, die mangels Pflege und mangels nachhaltiger Konzeption nicht das bieten, was ihre Hülle verspricht. Leider sind auch oft kommerzielle Interessen vorrangig im Spiel. Und es gibt eine große Unsicherheit der Nutzerinnen und Nutzer, was darf ich
in so ein Portal einstellen, was darf ich mir runterladen, ohne Gefahr zu laufen, Urheberrechte zu verletzen. Hier ist es an der Zeit, endlich Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Open Educational Resources schlägt hier den Bogen der Open Source und Open Data Debatte zum Thema Bildung und hat deswegen unsere Sympathie. Es gibt da auch in Berlin ein paar tolle Pflänzchen, ein paar zarte, tolle Pflänzchen, die zum Beispiel im Rahmen des E-Education Masterplans gefördert wurden. So hatten wir beim letzten Bildungskongress der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in einem Medienworkshop Karin Ernst von Live e.V. zu Gast, die das Projekt Explorarium vorstellte. Hier sind unter Verwendung der Open-Source-Lernplattform Moodle viele Kursangebote entstanden, wo Kinder und Jugendliche eigenständig im Team mithilfe von digitalen Medien sich Themen erarbeiten und bearbeiten können. Diese Angebote stehen nun kostenfrei zur Weiterverwendung und Weiterentwicklung online zur Verfügung. Doch der Prozess dahinter kostet natürlich Geld. Wir müssen lernen, dass Lehr- und Lernmittelfreiheit heute bedeuten kann, auch diese modernen digitalen Lernplattformen zu finanzieren. Wie das nicht nur im Best-Practice-Beispiel, sondern in der Fläche im Regelalltag funktionieren kann, das wäre eine wunderbare Fragestellung auch für den runden Tisch Medienbildung gewesen. Diesen runden Tisch hat die gesamte Berliner Medienbildungsszene nach dem Vorbild aus anderen Bundesländern im letzten Jahr ins Leben gerufen. Er wird von allen Oppositionsfraktionen unterstützt. Auch die SPD hat auf ihrem Parteitagsbeschluss vom 9. Juni, den ich letztes Mal schon zitiert habe, als es um Open Source ging, einen solchen Tisch für Medienbildung unter Federführung des Senats gefordert. Nur der Senat selbst hält das für überflüssig und ist auch nicht bereit, dies zu unterstützen, zumindest nicht aus dem Haus der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, wie Staatssekretär Rackles sehr unwirsch auf die Fragen von uns und den Piraten im Bildungsausschuss erklärt hat. Und dann auch noch mit der Begründung, dafür gäbe es in der Bildungsverwaltung keine Leute. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, Frau Scheres, den motivierten Leuten in Ihrer Verwaltung zu diesem Thema den Rücken zu stärken, statt sie durch solche Aussagen zu demotivieren. Wenn Sie von der Koalition nicht zum runden Tisch Medienbildung kommen, dann tragen wir diese Themen eben alle in den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie. Auch schön, Hauptsache Sie beschäftigen sich endlich damit. Die Kultusministerkonferenz hat mit einem durchaus beachtenswerten Papier zur Medienbildung im letzten Jahr den Ländern ja auch einen klaren Arbeitsauftrag erteilt, sich mit Chancen und Risiken von digitaler Medienbildung auseinanderzusetzen. Das sollten wir zum Thema Open Educational Resources auch tun. Ich bin gespannt auf die Debatte im Ausschuss. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der CDU erteile ich jetzt dem Kollegen Roman Simon das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Fraktion weiß, dass ich mich bei einem solchen Antrag zunächst einmal kritisch zur Überschrift äußern werde. Die Antragsteller teilen uns in der Begründung mit, dass die drei von Ihnen gewählten englischen Worte von der UNESCO und der OECD geprägt worden sind. Das sind ja internationale Organisationen, bei denen es sich offenbar der Übersetzungsdienst leicht gemacht hat und gesagt hat, die deutsch sprechenden Mitglieder werden auch mit einem Anglizismus zufrieden sein. Ich bin nicht ganz so einfach zufriedenzustellen. Wir Politiker sollten uns verständlich ausdrücken und das beinhaltet, die Sprache zu benutzen, die die meisten Berlinerinnen und Berliner sprechen. Das mag den Piraten nicht so sehr am Herzen liegen. Wer Herr weiß. Herr Kollege Simon, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Delius? Ja, sehr gerne. Bitte schön. Wären Sie denn mit dem Begriff offene Lehrmaterialien zufrieden? Sehr einverstanden, Herr Kollege. Sehr gut, dann haben wir das schon geklärt. Danke. Dann kann ich ja mit meiner Rede fortfahren und den 5%, die die Piraten offenbar als Zielmarke ins Auge genommen haben, uns als Volkspartei liegt es am Herzen, möglichst alle Berlinerinnen und Berliner mit verständlichen Aussagen zu erreichen. Daher werden Sie sicherlich nachvollziehen können, wenn ich andere Worte benutze, gerne auch die von Herrn Delius eben genannten. Für frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien könnte sprechen, dass eine Senkung von Kosten eintreten kann für Lernende und Lehrende. Die Anschaffung von Büchern fällt weg, aber Sie haben ja selbst auch gesagt hier in Ihrem einführenden Beitrag, Herr Delius, dass
ein hoher Prozentsatz von Lernenden befreit ist von den Kosten. Für die könnten die Kosten steigen, wenn sie entsprechende Internetnutzung haben, denn sie haben ja keine Kosten für Bücher zurzeit. Und wenn sie dann Internet stärker nutzen, also ich will nur sagen, nicht für alle wird es eine Entlastung geben bei dem Thema. Wir sollten das also auch differenziert sehen. Ich denke, dass es für viele aber auch eine Erhöhung der Flexibilität geben wird. Denn natürlich ist es so, dass ich mit einem Buch gebunden bin an die Dinge, die dort in dem Buch stehen, und eine Datenbank oder das Internet da durchaus sehr viel flexibler sein werden. Für eine solche frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien könnte auch sprechen, dass die Lernenden stärker einbezogen werden können bei der Gestaltung der Lehrmedien. Die Piraten führen in der Begründung aber zu Recht an, dass es auch Dinge gibt, die dagegen sprechen könnten und die problematisch sind, die noch behandelt werden müssen und die wir auch gerne dann im Bildungsausschuss entsprechend diskutieren werden. Dazu zählen die urheberrechtlichen Probleme, die werden von Ihnen ja auch ganz klar so bezeichnet. Es ist die Frage, wie eine Kontrollinstanz ausgestaltet wird, denn wer überprüft und verändert die Dateien und die Texte, wer nimmt Einfluss, welche Institutionen, welche Akteure? Ich darf darauf hinweisen, dass von den 20 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland 15 kostenlose Unterrichtsmaterialien anbieten. Dieses Angebot der Wirtschaftsunternehmen ist nicht nur professionell, sondern natürlich auch werbend. Das müssen wir auch im Auge haben bei der Konzeption der ganzen Sache. Es besteht das Risiko, dass auch politische Interessengruppen versuchen, Einfluss zu nehmen. Beispielhaft seien genannt, die Verfälschung der Geschichte könnte angestrebt werden durch rechts- oder linksextreme Gruppen. Und schließlich die zentrale Frage oder eine der zentralen Fragen, wie teuer wird und wie finanziert man eine Kontrollinstanz? Mein Fazit, ob die Idee so gut ist, eine unbestimmte Anzahl von Modellen und Konzepten durch den Senat in nicht einmal 2 Monaten prüfen zu lassen, bezweifle ich. Daher ist es richtig, diesen Antrag zunächst in den 3 Ausschüssen für Wissenschaft, digitale Verwaltung und Bildung weiter zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Simon. Das Wort für eine Kurzintervention hat jetzt der Kollege Delius. Bitte schön. Ja, ganz kurz, Herr Simon, ich wollte das noch mal gerade rücken. Also auch Lehrmittelbefreite kosten ja Geld, wenn sie Schulbücher haben sollen. Ne? Also die dann auch nur den einzelnen Kindern und nicht irgendwie ihren Geschwistern oder Neffen und Nichten zugutekommen, weil die ja halt nicht weitergegeben werden dürfen. Und die kosten die öffentlichen Haushalte Geld. Ne? Das ist ja auch... Das ist so. Das große Motto heißt aber nicht Kosten. Das große Motto heißt Teilhabe. Teilhabe daran, wie wir lernen, wann wir lernen, worüber wir uns informieren und wie wir das gerne tun müssen, mit welchen Materialien und welchen Plattformen. Das ist der Punkt. Und Teilhabe wird nicht durch Schulbuchverlage gefördert. Das ist auch nicht in deren Interesse. Die möchten einen möglichst festen Kundenstamm haben und die möchten feste Gewinnmargen haben und schon gar nicht durch Unternehmen, die den Schulen dann Unterrichtsmaterialien kostenlos zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel jüngst von sich Riesen gemacht hat, die Bertelsmann-Gruppe, die dann personenbezogene Daten aufnimmt und dann an der Tür klingelt. Das kann es alles nicht sein. Ich freue mich, dass Sie dem offen gegenüberstehen. Ich glaube, entgegen Ihrer Aussage, dass sehr wohl der Senat in 2 Monaten erste Handlungsempfehlungen geben kann und eine grobe Einschätzung geben kann, so wie der Kollege von der SPD das auch ausgeführt hat, gehe ich davon aus, dass dann der zweite Schritt folgt und Pilotphasen, Partizipation mit gesellschaftlichen Akteuren folgen. Aber ich möchte gerne wirklich Sie dazu aufrufen, Ihre Fraktion, auch die Koalitionsfraktion, dass wir vor der Sommerpause, vor den Haushaltsberatungen schon eine erste Einschätzung haben, um damit auch weiter umgehen zu können. Es ist nicht so, als könnten wir uns jetzt noch bis zum Ende der Legislaturperiode Zeit lassen mit dem Thema. Der Schuh drückt an der Stelle tatsächlich. Vielen Dank, Herr Kollege Delius. Ich habe erfahren, dass Kollege Simon nicht erwidern will, sodass ich jetzt für die Fraktion Die Linke Frau Kollegin Kittler aufrufe und ihr das Wort erteile. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die erste Antragsdebatte, die ich hier im Plenum mitgemacht habe, war die zum Schultrojaner Vertragsentwurf. Letzteren konnten wir ja zum Glück verhindern, allerdings nicht, dass dem ohnehin ja schon sehr gut verdienenden Schulbuchverlagsoligopol trotz weiter bestehenden
Digitalisierungsverbot zusätzlich noch 500.000 Euro dafür zugeschoben wurde, damit es die Finger von den Schulrechnern lässt. Wir haben es also hier mit einer Marktform zu tun, bei der wenige große Schulbuchverlage, ich glaube es sind nur 4 große, vielen kleinen Nachfragern, nämlich den Schulen, gegenüberstehen. Dieses Oligopol ist noch dazu gut vernetzt mit Politik und Verwaltung und die Gewinnspanne stimmt. Warum sollten die Verlage also etwas ändern? Warum sollten sie Möglichkeiten schaffen, die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, sich zu vernetzen und gemeinsam Unterrichtseinheiten zu planen und Materialien auszuarbeiten? Es gibt für sie eigentlich keinen Grund, außer sie bekämen nicht mehr genug Kunden, denn das würde ihnen ans Geld gehen. Also halten Sie die Füße und den Geist des Neuen ruhig. Der Antrag versucht nun völlig berechtigt, frischen Wind in die Lehr- und Lernmaterialdebatte zu bringen, indem der Senat aufgefordert wird, Modelle und Konzepte zu prüfen und, ich möchte ergänzen, zu entwickeln. Denn in Deutschland gibt es noch nicht viel zu finden. Andere Staaten sind ja da schon viel weiter, könnte man ja übersetzen lassen. Eine schnelle Beratung noch vor den Haushaltsberatungen im Ausschuss wird ja sicher klappen, weil dazu, Sie werden es nicht glauben, gibt es einen SPD-Parteitagsbeschluss. Ja, Sie wollen das nämlich auch. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland schon massenhaft von Lehrerinnen und Lehrern selbst erstelltes Unterrichtsmaterial, nur niemanden oder keine zentrale Stelle, wie zum Beispiel Wikipedia eine ist, der bzw. dies erfasst, ordnet und mit Lizenzen versehen zugänglich macht. Dieses Material gibt es in den verschiedensten Formen, analog und digital. So habe ich schon vor Jahren zum Beispiel im Rahmen des Sinus-Modellversuchs zur Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen zusammengearbeitet und dabei zum Beispiel in der Bettina von der Arnim-Oberschule selbst entwickelte Mathebücher kennengelernt, die gleichzeitig Arbeitsheftcharakter hatten. Es gibt die Regale bei Wikibooks, in denen man sich bedienen kann, aber das ist ja nun auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Warum kann es nicht beispielsweise einen Stab von Schulmaterialentwicklern geben und Entwicklerinnen, in dem innovative Fort- und WeiterbildnerInnen genauso ihren Platz haben wie stundenweise abgeordnete Lehrkräfte aus der schulischen Praxis oder studierende Lehramts- und Informatikstudentinnen? Ich bin mir da ziemlich sicher, dass die nötige Kompetenz unter den genannten schon vorhanden ist. Neben der Möglichkeit, sich ständig weiterentwickelndes Material zur Verfügung zu haben, würden mit Sicherheit erhebliche finanzielle Mittel freigesetzt werden, die für andere Bildungsaufgaben gut genutzt werden könnten. Natürlich würden dann auch die großen Verlage munter werden und auch kleinere eine Chance bekommen. Und wenn Ihre Schulbücher mit Lizenzen versehen sind, die eine freie Nachnutzung und kreative Anpassung erlauben, dann können auch sie gekauft und verwendet werden. Mit Sicherheit würden auch die Verlage dann digitale Lehrer- und Schülerarbeitsoberflächen entwickeln, die Vernetzung, Weiterentwicklung und direkte Nutzung vorsehen und nicht nur das Material zum Ausdrucken, wie es heute meistens eben ist. Neue Erkenntnisse in der Wissenschaft und Veränderungen in der Welt könnten so viel schneller den Weg in die Schulen finden. Veraltete Schulbücher würden der Vergangenheit angehören und die Lehrerinnen und Lehrer wären vom rechtlichen Glatteis. Die Linksfraktion unterstützt den Antrag der Piratenfraktion und kann sich auch durchaus noch Erweiterungen dafür vorstellen. Danke. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kittler. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und mitberatend an den Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit und an den Ausschuss für Wissenschaft empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Meine Damen und Herren, Kollegen, die laufende Nummer 5.2 und 5.3 wären Prioritäten gewesen. Da wurden keine Prioritäten benannt, sodass ich jetzt die laufende Nummer 5.4 aufrufe. Das ist die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Tagesordnungspunkt 17 verbunden.
Hier geht es um die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr, Drucksache 170917, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 170760, mit dem Titel Nahverkehrstangente für den Bundesverkehrswegeplan 2015 anmelden, in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 32. Da ist es der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 170931, mit dem Titel Stadtstruktur erhalten, 17. Bauabschnitt der A100 nicht für den Bundesverkehrswegeplan anmelden. Hier haben die Fraktionen wieder eine Redezeit von bis zu 5 Minuten zur Verfügung. Es beginnt die antragstellende Fraktion, und da ist mir der Kollege Moritz benannt worden. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese beiden Anträge, sowohl die Nahverkehrstangente in den Bundesverkehrswegeplan als auch den 17. Bauabschnitt der A100 nicht in den Bundesverkehrswegeplan, zielen darauf ab, die Berliner Verkehrspolitik in die richtige Richtung zu lenken. Der Verkehrsbereich ist der einzige Bereich, bei dem der CO2-Ausstoß in den letzten Jahren gestiegen ist. In allen anderen Bereichen konnte er gesenkt werden. Zum Klimaschutz, zur Energiewende gehört auch eine Verkehrswende. Nur durch frühzeitiges Umsteuern, gerade bei der Infrastruktur, können wir die Energiewende im Verkehr hinbekommen. 2013 ist das Europäische Jahr der Luft. Die EU überarbeitet ihre Strategie zur Luftreinhaltung. In Berlin wird diskutiert, wie die zahlreichen Grenzwertüberschreitungen bei Stickstoffdioxid gesenkt werden können. Über den Vorschlag, mehr Tempo 30 in den betroffenen Straßen anzuordnen, wird in der rot-schwarzen Koalition gestritten. Auch in der Senatsverwaltung selbst ist die Umwelt- und die Verkehrsverwaltung über Tempo 30 wie immer nicht einig. Unter diesen Umständen will der Senat den ersten Spatenstich des 16. Bauabschnitts zelebrieren und den 17. wieder für den Bundesverkehrswegeplan anmelden. Die Erweiterung des Angebots für den Autoverkehr ist die falsche Antwort auf die Herausforderungen in der Verkehrspolitik. Wir haben gerade Herrn Müller vorhin gehört. Er hat gesagt, der motorisierte Individualverkehr geht ständig zurück in Berlin. Und er will mehr statt weniger ÖPNV haben. Richtig. Verbesserte Luftreinhaltung und mehr Lärmschutz an den Hauptstraßen bekommt man auch nicht durch den Ausbau des Straßennetzes, sondern nur mit einer klaren Prioritätensetzung zugunsten des Umweltverbundes. Was passiert denn durch den Weiterbau der A100? Der Stau wird von der Grenzallee immer weiter Richtung Norden verlagert. Wäre die A100 auch an die Storkower Straße angebunden, würde die Autolawine über die Stadtstraßen durch den Prenzlauer Berg sich ergießen und dort für noch mehr Stau, Lärm und Abgasschwaden sorgen. Wollen Sie das? Wir wollen das nicht. Vor einem Jahr habe ich den Senat zum 17. Bauabschnitt befragt. Wie wird die Autobahn über die Spree geführt? Wie die Tunnel gebaut durch das Gründerzeitquartier? Wo und wie sollen die Anschlussstellen am Ostkreuz und Frankfurter Allee städtebaulich verträglich errichtet werden? Welche Häuser müssen abgerissen werden? Und nicht zuletzt die Frage, was soll das alles kosten? Um welche Summe wird der 17. Bauabschnitt, die teuerste Autobahn der Bundesrepublik, den 16. Bauabschnitt noch übertreffen? All diese Fragen konnte der Senat nicht beantworten. Für die Anmeldung zum Bundesverkehrswegeplan muss er sie aber beantworten. Und auch die Frage, was dieses Prestigeobjekt mit der Engpassbeseitigung auf den Bundesverkehrswegen zu tun hat. Nach dem neuen Grundkonzept des Bundesverkehrswegeplans hat dieses Projekt keine Priorität und keine Realisierungschance. Oberste Priorität wird Erhalt und Sanierung von Straßen und Brücken sowie die Engpassbeseitigung auf den Hauptstrecken haben. Unser Antrag, den Ausbau
des Bahnaußenringes für den Güterverkehr und zur sogenannten Nahverkehrstangente zum Bundesverkehrswegeplan anzumelden, ist die richtige Infrastrukturentscheidung. Zwar will der Senat die Nahverkehrstangente auch, aber lehnt die Anmeldung mit dem Argument ab, die Anmeldung käme zu früh und die Nahverkehrstrasse und als Nahverkehrstrasse wäre sie nicht für den Bundesverkehrswegeplan geeignet. Diese Argumente sind nicht haltbar. Die Nahverkehrstangente steht seit 10 Jahren im Steppverkehr. Der Bundesverkehrswegeplan, der neue, soll bis 2030 gelten. Wie lange will der Infrastruktursenat dann noch warten? Und sie hat neben den Verbindungen der Ostbezirke untereinander auch regionale und überregionale Bedeutung für die Anbindung des BER. Außerdem soll sie auch weiter dem Güterverkehr dienen. Damit ist sie aus dem Bundesverkehrswegeplan finanzierbar. Lassen Sie uns zukunftsweisende Entscheidungen in der Verkehrspolitik treffen, gegen die Verlängerung der Stadtautobahn, für den Ausbau des ÖPNV und für die Nahverkehrstangente. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Moritz. Für die Fraktion der SPD erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Kreins. Bitte sehr, Herr Kollege. Gut. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Moritz. Zwei offensichtliche Gemeinsamkeiten haben diese beiden Anträge. Es handelt sich um Infrastrukturprojekte und beides sind Anmeldungen zum Bundesverkehrswegeplan. Kann man ruhig applaudieren, dass man das erkannt hat. Die Nahverkehrstangente ist ein Bahninfrastrukturprojekt im Osten der Stadt. Der 17. Bauabschnitt ist ein gesamtstädtisches Straßenverkehrsprojekt zur Entlastung der Innenstadt. Bei reiflicher Überlegung fallen mir allerdings noch zwei weitere Gemeinsamkeiten der beiden Anträge ein. Beide Anträge lehnen in der Konsequenz wichtige Straßeninfrastrukturprojekte ab. Und viertens, mit der Ablehnung der 100 und der Ablehnung der TVO machen die Grünen Politik gegen die Menschen in dieser Stadt, und zwar gegen die Mehrheit der Menschen. Ja, schauen Sie sich die letzte Umfrage zu dem Thema 100 an. Die ist schon ein bisschen älter. Aber sagen 62%, sie sind für den Ausbau der 100. Lediglich 23% sind dagegen. Ich muss Sie daran noch mal erinnern. Es ist einfach so. Und wenn Sie mir eine neuere Umfrage zeigen, dann werde ich Ihnen demnächst mal neuere Zahlen zitieren können. Aber das sind die aus dem Ende des Jahres 2011 und das ist der Sachstand. Auch mit diesem Sachstand müssen Sie sich mal auseinandersetzen. Nun, bevor Sie sich jetzt noch sehr lange aufregen, zur 100 im Einzelnen. Der 17. Bauabschnitt zwischen Elsenbrücke und Frankfurter Allee ist bereits vom Haushaltsgesetzgeber, dem Deutschen Bundestag, in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Was bedeutet diese Aufnahme? Sie bedeutet, dass der Bund offenbar bereit ist, die Vollendung der 100 zu finanzieren. Bedeutet das im gleichen Maße, dass der 17. Bauabschnitt tatsächlich kommt? Nein. Weil Planungshoheit inklusive Entscheidung beim Land Berlin und beim Berliner Abgeordnetenhaus liegen. Liegt im Land Berlin ein planfestgestellter 17. Bauabschnitt vor? Nein. Und das bedeutet, es gibt kein Baurecht und ohne Baurecht wird auch nicht gebaut. Ob das Land Berlin zu einem späteren Zeitpunkt Baurecht schafft, ist noch nicht entschieden. Es gibt gute Gründe, die A100 mit dem 17. Bauabschnitt zu vollenden. Ich verschweige nicht, dass es auch Gründe gibt, die gegen eine Verlängerung sprechen. Auch das muss man diskutieren. Das wird aber in diesem Haus diskutiert und nicht im Bundesverkehrsministerium. Und es waren bisher die besseren Argumente der Befürworter, die sich in diesem Haus hier durchgesetzt haben und die zur Verlängerung der 100 bis Treptow geführt haben. Wäre wiederum ein Verzicht auf eine Anmeldung durch das Land Berlin das endgültige Aus der 100? Natürlich nicht. Eine spätere Anmeldung wäre nach rechtskräftiger Planreife durchaus möglich. Meine Damen und Herren von den Grünen, wie würden Sie also Anträge denn, die zwar ein wichtiges Thema aufgreifen, aber keine tatsächlichen Handlungsoptionen enthalten? Wie würden Sie Anträge nennen, die Ihren Wählerinnen und Wählern vorgaukeln, dass sie aktiv die A100 bekämpfen, stattdessen aber konsequenzlos sind für spätere Planung? Wie würden Sie diese Anträge nennen? Das können Sie sich ja selbst mal beantworten.
Nun zum zweiten Antrag, der die Nahverkehrstangente in den Bundesverkehrswegeplan einstellt. Hört sich anfänglich sehr gut an. Aber seit wann finanziert der Bundesverkehrswegeplan Nahverkehr? Das müssen Sie mal erklären. Regionalverkehre und Güterverkehre und Fernverkehre selbstverständlich. Aber den Nahverkehr, den Ausbau der Berliner S-Bahn, so schön das auch klingen mag, finanziert der Bund nicht. Da können Sie anmelden, was Sie wollen. Dafür gibt es Regeln und Wunder passieren in diesem Land nur noch selten. Das wissen wir beide. Wenn Sie eine funktionierende Nahverkehrstangente haben wollen, dann müssen Sie im Vorfeld sowohl das Bahnkreuz Wuhlheide als auch den Kreuzbahnhof Karow geplant und gebaut haben. Sonst macht das nämlich keinen Sinn, auch als Nahverkehrstangente. Beide Investitionen sind in diesem Land in den Bundesverkehrswegeplan angemeldet. Insofern gehen wir da den gemeinsam richtigen Schritt. Im Übrigen sind weiterhin natürlich noch Nordbahn, Stettiner Bahn, Dresdner Bahn in Teilstücken angemeldet im Bundesverkehrswegeplan. Aber ganz deutlich, und da will ich meine letzte Minute noch mal darauf hinweisen, ganz deutlich will ich hierzu benennen, dass der Ausbau der Nahverkehrstangente nicht gegen die TVO stehen kann. Sie können den Anwohnerinnen und Anwohnern in Friedrichsfelde, in Karlshorst, in Biesdorf, in Mahlsdorf und Kaulsdorf nicht erklären, dass sie mit mehr Güterverkehr auf der bestehenden Trasse, mitunter mit Bestandsschutz für die mangelnden Lärmschutz, mehr Ruhe für die Anwohner organisieren, anstatt einen Lärmschutzwand zu bauen, der 2,50 Meter hoch ist und die Anwohner vom Straßenlärm und vom Bahnlärm abstimmen. Das müssen Sie den Anwohnern selbst mal erklären. Ich lade Sie ein nach Biesdorf. Diskutieren Sie das, dass Sie gegen die TVO sind. Eines der wirtschaftlichsten und ökologischsten Verkehrsprojekte in dieser Stadt. Und wir machen natürlich als Sozialdemokraten Politik für eine Mehrheit in dieser Stadt genau das Entgegengesetzte, was Sie machen, für die Bedürfnisse dieser Menschen. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Kollege Kreins. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort der Kollege Harald Wolf. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Kreins, noch 60 Sekunden kann ich stimmen. Lieber Kollege Kreins, die Tatsache, dass Sie eine Umfrage haben, dass 62% die A100 begrüßen, sagt ja noch nichts über die Sinnhaftigkeit dieses Projekts aus. Ich erinnere nur daran, dass nach dem Augsburger Parteitag es eine Umfrage gibt, dass nur 17% Peer Steinbrück als Bundeskanzler haben wollen. Das sagt nach Ihrer Ansicht ja auch noch nichts darüber aus, welche Qualität der Mann hat. Also insofern sollte man nicht hier Umfragewerte diskutieren, wenn es darum geht, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Nur das Thema A100 und 16. Bauabschnitt haben wir schon mehrfach diskutiert. Insofern wäre alles, was man dazu sagt, eine Wiederholung und würde auch von Ihrer Seite aus nur Wiederholungen provozieren. Wenn wir reden über den 17. Bauabschnitt, und dann komme ich, nachdem Sie viele Gemeinsamkeiten aufgezählt haben zwischen den beiden Projekten, die in den Anträgen der Grünen erwähnt sind, zu den Unterschieden. Das eine Projekt ist sinnvoll, das ist die Schienennahverkehrstangente, und das andere Projekt ist nicht sinnvoll, nämlich die Verlängerung der A100 im 17. Bauabschnitt. Und natürlich haben Sie recht. Natürlich haben Sie recht, die Entscheidung wird hier gefällt. Herr Kreins, Sie wollen eine Zwischenfrage stellen. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kreins? Ach so, ja. Gestatte ich, ja. Bitte schön. Herzlichen Dank. Habe ich jetzt Sie richtig verstanden? Sie würden die Nahverkehrstangente der TVO vorziehen und damit Anwohnerinnen in Karlshorst nicht entlassen? Das ist ein typisch sozialdemokratischer Irrtum, dass das alternativ ist. Nein, es ist additiv. Es ist additiv, weil nur beides macht zusammen Sinn. Natürlich brauchen wir, weil wir nicht im Autoverkehr auf Null kommen werden, brauchen wir die Tangentialverbindung Ost für den Autoverkehr. Das ist eine klare Position von meiner Seite und auch von Seiten meiner Partei. Da werden wir gemeinsam noch mal über die Frage der Linienführung diskutieren und die Frage, welchen Ausbaustandard haben wir. Aber wenn wir gleichzeitig das Ziel verfolgen, was ja auch zumindest auch von der SPD immer verbal erklärt wird, wenn wir das Ziel weiterhin verfolgen, dass der öffentliche Personennahverkehr Priorität haben soll und dass wir die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen müssen und wollen, dass der Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehr, sowohl was Individualverkehr übrigens auch angeht, als auch was Güterverkehr angeht, Priorität hat,
dann muss man da auch die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen. Und deshalb sage ich, wir brauchen auch die Schienentangente, die ja auch übrigens im Stadtentwicklungsplan Verkehr auch als Absicht formuliert ist. Und Herr Kreins, Sie haben ja auch selbst schon formuliert, was alles für Voraussetzungen notwendig sind und woran gearbeitet wird. Und die Grünen machen nur deutlich in ihrem Antrag, sie möchten nicht, dass für den Bundesverkehrswegeplan der 17. Bauabschnitt angemeldet wird, mit, wie ich finde, völlig richtigen Argumenten, weil die Probleme, die wir mit dem 16. Bauabschnitt haben, dann einfach noch mal bis zur Frankfurter Allee weitergeschoben werden und verkehrsmäßig nichts gelöst wird und mit immensen verkehrlichen und logistischen Problemen verbunden ist. Und da wir ja schon mit der A100 eine Rekordausgabe haben, was die Kosten pro Autobahnkilometer angeht, sage ich, das wird sich mit dem 17. Bauabschnitt, wenn jemand so verrückt ist und den ernsthaft realisieren wird, wird sich das noch mal potenzieren. Und wenn man sich dann anguckt, wenn man mal über den Berliner Tellerrand hinausblickt und sich anguckt, dass Peter Ramsauer liebend gerne Autobahnen eröffnet, er aber das Geld dafür nicht hat und das über PPP-Projekte finanziert, damit die Lasten in die Zukunft verschiebt und wir hier 400 Millionen Euro für den 16. Bauabschnitt verbutteln und dann möglicherweise meinen, wir brauchen auch noch einen 17. Bauabschnitt mit den sozusagen den doppelten Kosten, sage ich, das ist absurd, das ist Kirchturmspolitik, die nicht guckt, wie man die Mittel überhaupt sinnvoll prioritär verteilt in der Verkehrspolitik, was den Bundesverkehrswegeplan angeht. Und zum Zweiten ist es absurd, weil es Stadtstruktur zerstört. Das ist nach wie vor die Planung, die A100 aus der Vorstellung der autogerechten Stadt aus den 70er Jahren. Und bei aller Wertschätzung für Willy Brandt, an dieser Stelle sollte man sich an seinen alten Zeiten nicht orientieren und auch nicht an Harry Ristock. So. Und deshalb sage ich, der Antrag ist vernünftig in beiden Teilen und deshalb werden wir ihn unterstützen. Danke schön. Für die Fraktion der CDU hat jetzt das Wort der Kollege Friederici. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, grundsätzlich sind Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur immer zu begrüßen. Gerade in Berlin wurde seit der Wiedervereinigung Maßnahmen mit erheblichem Investitionsvolumen realisiert. Ich erinnere nur exemplarisch an die Wiederherstellung des getrennten S-Bahn-Netzes und der damit zusammenhängenden Sanierung großer Teile des Schienennetzes und der Bahnhöfe sowie an den Bau des Nord-Süd-Fernbahntunnels und des neuen Berliner Hauptbahnhofes. Die Koalition hat sich daher auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen verständigt, im öffentlichen Nahverkehr und auch im Straßenbau. Gegen all diese Berlin zusammenführenden Projekte haben sich in der Vergangenheit immer die Grünen gewandt, gegen jedes Projekt der Wiedervereinigung im Verkehrswesen. Unserer beiden Stadthälften wenden sich die Grünen seit 1990, ob Schiene, ob Straße, das ist verwerflich und zeigt, dass die Grünen offensichtlich die deutsche Einheit bis heute immer noch nicht verkraftet haben. Gerade die Außenbezirke im Norden und Osten unserer Stadt sind bisher nur sehr unzureichend miteinander verbunden. Genau deswegen wollen und werden wir ja auch die tangentiale Verbindung Ost weiter verlängern. Die Maßnahme, die hier zur Rede steht im ersten Antrag, ist jedoch, meine Damen und Herren, von den Grünen nicht neu. Bereits im März 2011 hat der Berliner Senat im Rahmen seines Stadtentwicklungsplanes Verkehr diese Maßnahme in diesen Katalog aufgenommen. Dabei gilt für diesen ebenso wie für alle Projekte des Städteverkehr der gleiche Maßstab im Hinblick auf die Prüfung der verkehrlichen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das heißt, es muss in jedem Fall eine Untersuchung über Kosten und Nutzen dieser Maßnahmen erbracht werden. Und das Ergebnis dieser Untersuchung ist Voraussetzung für die Anmeldung einer Maßnahme beim Bund. In der Tat wäre es wichtig, diese Untersuchung durchzuführen, um dann mit einer entsprechenden Begründung gegenüber dem Bund die Erforderlichkeit dieser Maßnahme darzustellen. Dabei kommt es auch darauf an, Prioritäten zu setzen, um gegenüber dem Bund eine gute Verhandlungsposition zu erreichen, damit die vom Land Berlin angemeldeten Maßnahmen auch tatsächlich im Bundesverkehrswegeplan verbindlich verankert werden. Dazu gehören die von der Koalition beschlossenen und in der Chorvereinbarung festgeschriebenen Projekte des Schienen-, Wasser- und Straßenbaus. Bei letzterem ganz konkret, wir haben uns verständigt in der Koalition, dass der aktuell zu bauende und begonnene Abschnitt 16 der Bundesautobahn 100 in den Abschnitt 17 münden wird, der planerisch gesichert wird über den Bundesverkehrswegeplan.
Denn wir wollen, dass der Verkehr aus den Wohngebieten und der Innenstadt in Berlin ferngehalten wird und leistungsfähig genau diese Gebiete eben umfährt. Das ist aktiver Umweltschutz, entlastet Mensch und Umwelt und fördert Berlins Wirtschaft und Infrastruktur. Deshalb wird aus Sicht der CDU der Bauabschnitt 17 der A100 dringend benötigt und nach dem Bau des jetzigen Bauabschnittes 16 planerisch angegangen. Somit, meine Damen und Herren von den Grünen, sehen Sie, dass bei der Entwicklung des Verkehrsstandortes der Bundeshauptstadt in vielerlei Einzelmaßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs, des Individual- und des Wirtschaftsverkehrs der Senat als auch die Koalitionsfraktion auch schon wieder einmal weiter sind als die Opposition hier mit ihren beiden Anträgen. Dankeschön, lieber Kollege Friederici. Bevor ich dem Kollegen Priest das Wort erteile, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, der Kollegin Bentele und ihrem Gatten ganz herzlich zur Geburt ihres Sohnes Nikolas zu gratulieren. Kollegin Bentele, alles Gute. Sie haben ihn mitgebracht, wie ich gesehen habe. In der Sitzung. Und jetzt hat der Kollege Priest das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, werte verbliebene Zuhörer, die Verknüpfung der beiden verwandten Themen unter einem Tagesordnungspunkt gibt mir die Gelegenheit, darüber zu sprechen, welche Form von Verkehr wir zukünftig in unserer Stadt haben wollen und welche Maßnahmen wir ergreifen, um diese zu fördern. Einerseits haben wir die Umwidmung und großflächige Betonierung von derzeit intakten Kiezen der Innenstadt für den motorisierten Individualverkehr und auf der anderen Seite einen Antrag, der die Anbindung zum künftigen Flughafen BER, insbesondere der östlichen Bezirke von Berlin, verbessern will. Zur A100 hat die Piratenfraktion schon früher klargemacht, dass wir eigentlich jeglichen Weiterbau, egal ob im 16. oder 17. Bauabschnitt, ablehnen. Das ist die Verkehrspolitik der 60er und 70er Jahre und das ist nicht mehr zeitgemäß. Und wie Herr Moritz ja auch schon bemerkte, hat Bau- und Verkehrssenator Herr Müller ja auch in der Aktuellen Stunde heute schon erwähnt, dass der motorisierte Individualverkehr zurückgeht in Berlin. Unter diesen Umständen halten wir gerade den 17. Bauabschnitt, der ja nun als Bresche durch die dicht bebaute Innenstadtbereiche geschlagen werden muss, für eine grandiose Verschwendung von Geld und Beton. Das Geld muss ja nicht nur deswegen ausgegeben werden, weil der Bund bereit ist, großzügig zuzuschießen. Und für den Beton können wir uns auch bessere Verwendung vorstellen, gerade jetzt, wo der Wohnungsbau in Berlin zum Thema geworden ist. Und damit wir als Opposition nicht immer nur die Verhinderer und Blockierer sind, gab es ja im Januar bereits den Alternativvorschlag, die Bahn-Nahverkehrstangente vom Karower Kreuz über Hohenschönhausen, Biesdorf, Wuhlheide, Grünau zum zukünftigen Flughafen BER auszubauen. Die Bedeutung dieser Strecke wird ja nicht in Abrede gestellt, im Steppverkehr wird sie aufgeführt. Die BVV in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick befasst sich in diversen Anträgen mit dem Thema und es gibt auch schon Beschlüsse dazu. Der Einwand lautet nun, dass die Nahverkehrstangente eben nur den Nahverkehr betrifft und damit im Bundesverkehrswegeplan nichts zu suchen hätte. Wir stellen aber hier zwei Argumente dagegen. Zum einen, dass diese Strecke ganz wesentlich der Anbindung des internationalen Großflughafens dienen. Zum anderen, dass diese Strecke auch Teil des überregional bedeutenden Berliner Außenrings ist, der aufgrund seiner Entstehungsgeschichte hier auf dem Stadtgebiet verläuft. Außer dem formalen Aspekt, dass es in beiden Anträgen um die Aufnahme von Projekten in den Bundesverkehrswegeplan geht, haben wir auch die Gemeinsamkeit, dass es in beiden Projekten um Tangentialverbindungen im östlichen Stadtraum geht. Die sind ja in der radial stärker ausgebauten Verkehrsnetz von Berlin etwas stiefmütterlich behandelt. Und hier muss ich auch Herrn Kreins, das ist ja schon angesprochen worden, darauf hinweisen, dass eine Ablehnung der TVO im Text des Antrags nirgends zu finden ist. Und neben der Frage, ob wir diesen Verkehr eher auf der Straße oder auf die Schiene verlagern wollen, wird hier auch die Frage gestellt, ob wir den Ausbau eher im Innenstadtgebiet vorantreiben wollen
Oder ob wir vielleicht ihn doch mehr in die Außenbezirke verlagern, damit die Verkehrsströme nicht erst durch die Innenstadt fahren müssen, um an anderer Stelle wieder außen anzukommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine frohe Plenarsitzung. Vielen Dank für diese guten Wünsche, Herr Kollege Fries. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir haben jetzt unterschiedliches Abstimmungsverhalten zu den unterschiedlichen Anträgen. Zu dem Antrag auf Drucksache 170760 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Das sind Grüne, Linke und Piraten vollständig. Wer ist dagegen? Das ist CDU und SPD. Letzteres war die Mehrheit. Damit ist der Antrag abgelehnt. Zu dem Antrag auf Drucksache 170931 wird die Überweisung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr empfohlen. Da höre ich keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so. Meine Damen und Herren, ich rufe auf die Laufnummer 55. Das ist die Priorität der Fraktion Die Linke. Der Drucksache 170935, dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke. Regierender Bürgermeister muss handeln, Mitglied einer rechten Burschenschaft als Staatssekretär entlassen. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Für die Beratungen wieder 5 Minuten pro Fraktion. Es beginnt für die Fraktion Die Linke der Kollege Tasch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Die SPD hat keinen benannt, ne? Ganz kleinen Moment bitte noch. Ja, aber klar, natürlich. Jetzt klappt das. Herr Präsident, wir alle dachten, im Dezember 2012 hat Staatssekretär Büge erkannt, dass eine Mitgliedschaft, seine Verbindung im Dachverband Deutsche Burschenschaft mit seinem Amt im Konflikt steht. Er ließ verlauten, dass er auf einen Austritt der Gothia aus der Deutschen Burschenschaft bis Ende Januar 2013 dränge. Sollte das nicht passieren, wolle er aus seiner Verbindung austreten. Meine Damen und Herren, wir schreiben heute den 18. April. Und Herr Büge lässt uns mittlerweile wissen, dass er überhaupt nicht an einen Austritt denkt. Und Senator Chaya sagt, das sei alles seine Privatangelegenheit. Ich sage, so geht es nicht. Für die Fraktion Die Linke und für viele andere in dieser Stadt steht fest: Herr Büge hat das Abgeordnetenhaus und die Öffentlichkeit über seine Absichten getäuscht. Und wir fragen uns ernsthaft, wie lange will die Koalition dabei noch zusehen? Herr Büge selbst findet seine Burschenschaft großartig, wie wir wissen. Welches völkisch-nationalistische Weltbild im Dachverband Deutsche Burschenschaft herrscht, dürfte hinlänglich bekannt und auch unstrittig sein. Ich möchte ein Beispiel Ihnen heute vortragen. Ich darf Folgendes zitieren. Eine einseitige Geschichtsbetrachtung, wie sie sich beispielsweise im Terminius von der Befreiung niederschlägt und den daraus resultierenden Schuldkult lehnen wir jedoch ab, da er zu nationalem Selbsthass führt und unsere Jugend ihre Zukunft beraubt. Nachzulesen auf der Internetseite oder, wie es in rechtsextremen Kreisen heißt, im Weltnetz. Der Burschenschaft Dresdensia, Rugia-Mitglied im Dachverband Deutsche Burschenschaft. Seit Anfang dieses Jahres wird die Deutsche Burschenschaft von der Wiener Akademischen Burschenschaft Teutonia geleitet. Auch hier lohnt es sich, auf die Netzseite dieser Wiener Burschenschaft zu schauen. Die Teutonia hat sich zum Ziel gesetzt, Zitat, ihre Mitglieder zu charaktervollen Männern zu erziehen. Das bedeutet, Zitat, das mannhafte Eintreten für Heimat und Volk sowie die Pflege von völkischem Wesen. Ende der Zitate. 20 Verbindungen sind wegen dem dort vorherrschenden rechtsextremen Gedankengut seit dem Herbst übrigens 2012 aus der Deutschen Burschenschaft ausgetreten. Darunter befindet sich auch die Münchner Franco Bavaria, der auch Bundesverkehrsminister Ramsauer angehört.
Herr Ramsauer hat dazu gesagt, er sei es leid, in den Mitteilungsblättern völkisch geprägter Verbindungen neben dem Emblem der MPD und neben sächsischen MPD-Landtagsabgeordneten abgebildet zu werden. Es sei ihm guten Gewissens nicht mehr möglich, sich zur deutschen Burschenschaft zu bekennen. Das finde ich interessant, meine Damen und Herren von der CDU. Die Gothia selbst hat auch schon klar gemacht, wo sie politisch steht. Sie veröffentlicht unerträgliche Witze über einen antisemitischen Vorfall in Hamburg. Und sie lädt Redakteure der Zeitung Junge Freiheit und den Leiter des Rechtsradikalen Instituts für Staatspolitik zu Vorträgen ein. Ich frage jetzt mal die Abgeordneten der SPD. Wollen Sie allen Ernstes, dass ein Mitglied dieser Burschenschaft als Staatssekretär in Ihren Regierungsreihen sitzt und dass er ausgerechnet für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig ist? Ich verstehe es nicht, wie Sie zu diesem Zustand ertragen können und fordere Sie auf, sich heute zu unserem Antrag zu bekennen. Zum Schluss komme ich auch zu Ihnen, Herr Wowereit. Der regierende Bürgermeister Wowereit sieht bei diesem Schauspiel bislang weg. Heute ist er ja unter uns. Herr Wowereit, ich wende mich direkt an Sie. Sie haben sich selbst im konsequenten Engagement gegen jeglichen rechten Untriebe bekannt. Seien Sie konsequent und sorgen Sie dafür, dass Michael Büge entlassen wird. Sonst machen Sie sich unglaubwürdig. Herzlichen Dank. Dankeschön. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne erteile ich jetzt das Wort der Kollegin Herrmann. Bitte sehr, Frau Kollegin. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute stellt sich die Frage, ob die Mitgliedschaft in einer Vereinigung wie der Burschenschaft Gothia politisch vereinbar ist mit der Mitgliedschaft in der Regierung des Landes Berlin, namentlich die Ausübung des Amtes eines Staatssekretärs. Wir sind der Auffassung, das ist sie nicht. Und es ist auch keine Privatsache eines Staatssekretärs, wenn er in inakzeptabler Nähe zu rechten Kreisen steht. Und es ist keine Privatsache, wenn der Staatssekretär Büge öffentlich mit seiner Mitgliedschaft in der Gothia hausieren geht, sich als Staatssekretär von seinen Verbandsbrüdern feiern lässt, als Referent zu Veranstaltungen der Gothia geht und sich öffentlich auf seiner Facebook-Seite über seine Mitgliedschaft und dabei die deutsche Burschenschaft verteidigt, auslässt. Die Burschenschaft Gothia ist Mitglied im Dachverband der ultrarechten deutschen Burschenschaft. Geführt wird die deutsche Burschenschaft momentan von der Wiener Teutonia, einem österreichischen Bund mit einem merkwürdigen Grenzverständnis. So wirbt die Wiener Burschenschaft zum Beispiel mit einer Karte vom Großdeutschen Reich. Da gehört dann Ostpreußen dazu, Südtirol oder Deutschböhmen. In den burschenschaftlichen Blättern, das ist die Verbandszeitung der deutschen Burschenschaft, wird in einem Artikel Weg in die Freiheit Deutschland Aufbruch 2012 für eine revolutionäre Neuordnung und die Abschaffung des Parteienstaates plädiert und eine inflationäre Vergabe der bundesrepublikanischen Staatsbürgerschaft ohne Rücksicht auf deutsche Herkunft und Abstammung beklagt. Mit diesen Aussagen wird klar der Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. Seit 1989 ist Herr Büge Mitglied der Gothia. Und seitdem er da Mitglied ist, war übrigens die Gothia die längere Zeit Mitglied im noch rechteren Dachverband der burschenschaftlichen Gemeinschaft. Der frühere bayerische Innenminister Beckstein, das hessische Innenministerium, auch Hamburg
beobachten Teile der Burschenschaften, stufen sie rechtsextrem ein und attestieren ihnen rechtsextreme Bestrebungen. Auf der Facebook-Seite der Gotia wird auf islamfeindliche und menschenverachtende Artikel verwiesen, zum Beispiel auf einen mit dem Titel »Das Schlachten hat begonnen«. Da ist die Rede von Bestialitäten, die meist von jungen Männern muslimischen Glaubens an deutschen Männern verübt werden. Und empfohlen wird derlei Gedankengut mit dem Spruch, dieser Artikel macht schon nachdenklich. Bitte lesen, Ausrufezeichen. Die Themen, mit denen die Gotia sich befasst, die Wahl ihrer Referenten, zeigen, wie weit rechts außen sich die Gotia positioniert. Redakteure der Jungen Freiheit, Vertreter des Instituts für Staatspolitik, eine lange Liste der neuen Rechten ließe sich fortsetzen. Der Sprachgebrauch weist unübersehbare Parallelen zum Sprachgebrauch der organisierten Rechten auf. Ob Kranzniederlegungen mit NPD-Mitgliedern oder ein Stand auf der Rechtsaußenmesse Zwischentag im letzten Jahr oder, das ist keine Ansammlung von Einzelfällen, sondern ein konsistentes Bild. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht darum, ob man für Saufgelage, bunte Uniform und frauenfeindliche Männerbünde sich begeistern kann oder nicht. Es geht um die Mitgliedschaft eines Senatsmitgliedes dieser Regierung in einer Vereinigung, die sich inhaltlich so weit rechts positioniert, dass dies das Anstandsgefühl jedes überzeugten Demokraten verletzen muss. Es geht um eine inakzeptable Nähe zu rechten Kreisen und Inhalten. Herr Büge, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Sie hatten jede Möglichkeit und jede Zeit, sich mit der Mitgliedschaft in der Gotia auseinanderzusetzen und Konsequenzen zu ziehen. Sie selbst haben sich eine Frist gesetzt. Sie haben das Wort nicht gehalten. Seine anhaltende Mitgliedschaft in der Gotia ist nicht länger vertretbar. Und die CDU, allen voran Herr Chaya, sie dulden dieses Verhalten. Und genau deshalb, liebe SPD-Fraktion, möchte ich Sie hier auch noch mal ganz ausdrücklich auffordern, unterstützen Sie diesen Antrag. Die Bundes-SPD hat sich ihrerseits vor einiger Zeit zu einem Unvereinbarkeitsbeschluss durchgerungen. Die Senatorin für Wissenschaft bzw. ihr Staatssekretär hat gesagt, Frau Kollegin, rechte Burschenschaften sind nicht willkommen in Berliner Hochschulen. Sind Sie es denn in Ihrem Senat? Der regierende Bürgermeister und stellvertretende Vorsitzende der SPD kann den schlagenden Burschen auf der Regierungsbank nicht länger mittragen. Herr Büge hatte alle Zeit, er hat sich einer Entscheidung bewusst verweigert. Sehr geehrter Herr Wowereit, zeigen Sie als Regierungschef und als Sozialdemokrat Handlungsfähigkeit und entlassen Sie endlich Bürschchen Büge. Danke sehr, Frau Kollegin Herrmann. Für die Fraktion der CDU erteile ich jetzt dem Kollegen Krüger das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege Krüger. Danke schön, Herr Präsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie nehmen sich jetzt auch die Zeit, einen etwas anderen Standpunkt zu ertragen als das, was bisher vorgetragen worden ist. Ich möchte beginnen mit einer Bemerkung zum Zeitpunkt und zur Intensität Ihres Rücktritts bzw. Abrufungsforderung. Seit Jahren arbeitet Michael Büge in der Öffentlichkeit, dürfte Ihnen nicht entgangen sein. Er war verantwortlicher Kommunalpolitiker und als Stadtrat im Bezirk Neukölln für Soziales und für Bürgerdienste tätig. Er lehrt seit Jahren an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in dieser Stadt. Büge hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Mitglied einer Burschenschaft ist. Auch im ersten Jahr seiner Amtszeit hier im Haus gab es keine vernehmbare Kritik. Jetzt wird diese Mitgliedschaft ohne substanziellen Anlass skandalisiert. Nachdem das 12 Jahre scheinbar kein lohnendes Thema war. Sie können so laut schreien, wie Sie wollen, Sie kommen sowieso nicht gegen mich an. Fazit ist jetzt, er soll als erfolgreicher CDU-Politiker zu einem Zeitpunkt, wo die Union die Umfrageergebnisse in dieser Stadt anführt, ins rechte Abseits gedrängt werden und soll demontiert werden. Der zweite Punkt, Herr Büge soll entlassen werden,
weil er seine Zusage, die Gothia zu verlassen, wenn seine Verbindung nicht bis zum Januar aus dem Dachverband der Deutschen Burschenschaft ausscheidet, nicht eingehalten hat. Sie wissen ganz genau, ein solches Ergebnis ist nicht innerhalb von ein paar Tagen zu erzielen. Sicher hat er sich da auch zeitlich verschätzt. Sie bezeichnen das als eine Täuschung der Bevölkerung. Nun wissen wir ja, dass die Gothia, und das haben Sie ja auch zur Kenntnis genommen, vor 14 Tagen aus der Burschenschaftsgemeinschaft ausgetreten ist. Ich meine, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Kommentar der Taz, alles nur Feigenblatt. Ich bin sicher, tritt die Gothia aus der Deutschen Burschenschaft aus, werden Sie kommentieren, alles nur Taktik. Würde Bürger aus der Gothia austreten, hörte ich schon die Parole, schnöde Karrieresicherung, Büge muss trotzdem weg. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke, ich möchte hier zusammenhängend vortragen. Was steht dahinter? Sie wollen suggerieren, die langjährige Mitgliedschaft in der Gothia weise Büge, wie im Übrigen, wie Sie ja meinen, alle Burschenschaftler, als unverbesserliche Radikale aus. Und damit haben Sie Ihr Urteil gesprochen. Warum diese untauglichen Verallgemeinerungen und Hilfsargumente? Weil Sie, und daran liegt mir sehr, das hier zu sagen, keinerlei handfeste Beweise für Ihre Geschuldigungen gegenüber dem Staatssekretär haben. Aber etwas Negatives wird bei der Debatte schon hängen bleiben. Das sind wir ja gewöhnt. Für die CDU möchte ich zwei Kriterien vortragen, die für uns wichtig sind bei der Einschätzung eines Staatssekretärs. Das ist zum einen die fachlich-sachliche Eignung. Seine Ausbildung als Diplomkaufmann, seine 10-jährige Tätigkeit als Stadtrat in Neukölln und alles andere, was er geleistet hat, als sachlich und kompetent einzuschätzen, Einzelschicksalen zugewandt und engagiert für Gerechtigkeit, so habe ich ihn erlebt über die Stadtratsjahre, die wir gemeinsam hatten. Und ich kann auch sagen, dass in den letzten Monaten, in denen wir hier zusammengearbeitet haben, dies eine erfolgreiche und verlässliche Zusammenarbeit war. Und wenn nun von einer Partei, die hier einen Antrag stellt, in der Begründung steht, dass angesichts der Tatsache, dass Herr Büge für den Bereich der Obdachlosenunterbringung zuständig ist, kann ich nur sagen, ich schätze sein Engagement dafür, auch in den Bezirken, wo es nicht einfach ist, solche Quartiere zu akquirieren, dafür zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass diese Menschen vernünftig untergebracht werden. Und der zweite Punkt, ich bin gleich am Ende, der zweite Punkt ist die Frage, wie wir sein Engagement zur demokratischen Grundordnung unseres Staates einschätzen. Ich kenne Herrn Büge seit mehreren Jahrzehnten. Ich habe zu keinem Zeitpunkt, auch nur in irgendeiner Weise, einen Zweifel daran gewonnen, dass er sich nicht für unsere demokratische Ordnung mit vollem Herzen und vollem Engagement einsetzt. Und ich verlange von denen, die hier jetzt die großen Worte führen, dass sie auf den Tisch legen, wo dieser Staatssekretär Äußerungen gemacht hat oder Texte verfasst hat, die ihn in diese Ecke stellen, in denen Sie ihn gerne haben wollen. Solange Sie das nicht leisten, komme ich zu dem Schluss, dass man einem solchen Antrag, wie Sie ihn gestellt haben, nicht zustimmen kann. Dankeschön, Kollege Krüger. Für die Piratenfraktion erteile ich jetzt dem Kollegen Höfinghoff das Wort. Ach so, eine Kurzintervention für wen? Frau Kollegin Herrmann, Sie baten um eine Kurzintervention, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Krüger, mit Ihrer Rede haben Sie ja wenigstens eingestanden, dass es sich um keine Privatangelegenheit des Staatssekretärs handelt, um das, was wir hier reden. Das schon mal vorweg. Ich habe Ihnen ganz eindeutig hier eben in meiner Rede vorgelegt, was sich beispielsweise in den burschenschaftlichen Blättern, das ist die Verbandszeitung der Deutschen Burschenschaft, das ist die Dachorganisation der Burschenschaft, in der Herr Büge Mitglied ist, sich liest. Da kann man lesen. Ich lese es noch mal vor, damit Sie es auch verstehen. Für eine revolutionäre Neuordnung und die Abschaffung eines Parteienstaates wird plädiert.
eine inflationäre Vergabe der bundesrepublikanischen Staatsbürgerschaft ohne Rücksicht auf deutsche Herkunft und Abstammung. Ich möchte hier gerne, dass Sie sich inhaltlich mit den Vorwürfen auseinandersetzen, mit den Vorwürfen, die hier im Raume stehen, die auch der Kollege Tasch bereits aufgelistet hat, mit den vielen, vielen Beispielen der Überschneidungen der Gotia, der Aktivitäten der Gotia mit der Rechten, ja sogar mit der Rechtsextremen, wenn man sich das am Beispiel der NPD anguckt, Szene in Berlin. Und dazu haben Sie kein Wort gesagt, auch nicht zu der Frage, welches Gedankengut, welche menschenverachtenden, islamfeindlichen Thesen dort auf der Seite, auf der Facebook-Seite vertreten werden. Und das ist alles öffentlich. Ich möchte gar nicht wissen, was in dem Verbandshaus der Burschenschaft, die in den burschenschaftlichen Kreisen als Wolfschanze Zehlendorfs bezeichnet wird, hinter verschlossenen Türen geredet wird. Und warum diese Problematik jetzt auftaucht, die deutsche Burschenschaft führt gerade eine Auseinandersetzung. Es gibt einen Rechtsruck in der deutschen Burschenschaft. Über 20% der Burschenschaften sind wegen diesem Rechtsruck aus der Burschenschaftsszene ausgetreten. Darunter die Burschenschaften von Herrn Ramsauer und von Herrn Uhl. Die Berliner CDU ist ja nahezu noch die einzige, die sich vor die deutsche Burschenschaft in diesem Land stellt. Und warum beziehen Sie sich hier nicht mal eindeutig auf diese Vorwürfe, anstatt einfach nur irgendwie zu erzählen, wie lange Sie Herrn Büge kennen? Das wird dem Anliegen nicht gerecht. Und ich bitte noch mal ganz eindringlich an Seiten der SPD gewandt, kommen Sie das, was Ihr innenpolitischer Sprecher in der Taz gesagt hat, entweder Staatssekretär oder Burschenschaft, kommen Sie dieser Forderung nach. Das hat Ihr innenpolitischer Sprecher Klein Eidam gesagt. Stimmen Sie dem Antrag der Linken zu. Danke sehr. Herr Kollege Krüger, Sie bitten das. Ich erteile Ihnen das Wort zur Erwiderung. Bitte schön. Frau Kollegin, es wird doch nicht dadurch anders, dass Sie das noch mal sagen, was Sie vorher schon mal gesagt haben. Natürlich, natürlich. Ich habe ja gar nicht die Chance, etwas zu sagen, wenn Sie dazwischen schreien. Jetzt hat der Kollege Krüger das Wort. Bitte schön. Und hören ihm zu. Ja, er hat das Wort. Bitte schön. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das Wort von Herrn Büge gilt, dass er die Gotia massiv darin unterstützt und vorantreibt, dass sie aus dem Dachverband herausgeht. Das ist das eine. Das Zweite, Sie wissen doch auch aus Ihren Organisationen, wissen Sie doch ganz genau, wie schwer es ist, mal einen Meter zur Seite zu gehen. Also da würde ich doch mal ganz schön den Mund halten. Und das Zweite ist, Sie machen doch wieder genau dasselbe. Sie zitieren irgendetwas, was ich auch nicht gut finde und nie unterschreiben würde. Das können Sie mir abnehmen. Und Sie schieben es letztendlich über drei Ecken Herrn Büge in die Schuhe. Jetzt erwarte ich doch mal, verehrte Vorrednerin, dass Sie nun doch mal an der einen oder anderen Stelle mal den Ansatz eines Nachweises führen, dass Herr Büge in diesem Gedankengut schwimmt und sich in dieser Hinsicht geäußert hat, mündlich oder schriftlich. Dankeschön. Meine Damen und Herren, jetzt hat der Kollege Höfinghoff für die Piratenfraktion das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Herr Krüger, der Nachweis darüber, dass Herr Büge da offensichtlich in irgendeinem rechten Gedankengut mitschwimmt, ist, er ist immer noch Mitglied in der Gotia. Das ist das, worum es hier geht. Und ich könnte jetzt auf die Einzelheiten, die Sie gerade so schwadroniert haben, eingehen, aber ich glaube, ich lasse es an der Stelle wirklich lieber, weil ich mich daran nur abarbeiten würde. Die eigentliche Frage ist ja tatsächlich, wer sind diese Männer mit den bunten Schärpen und Mützen und diesen anachronistischen Ritualen wie Mensur und Kampftrinken? Die Frage könnte uns die Senatsbank sicher besser beantworten, denn mit der Koalition aus SPD und CDU zogen auch die Burschenschaften wieder in den Senat ein. Mit Henkel und Büge sitzen stramme Burschen hier unter uns und besetzen Regierungsposten. Vielleicht mag sich ja niemand daran stören, dass ein Bursche mit Eintritt in eine Verbindung einen Lebensbund, das ist auch so ein Wort, das Sie vielleicht da in dem Kontext mal noch verinnerlichen könnten,
einen Lebensbund eingehen, ein Bund fürs Leben. Mit Eintritt in diese Verbindung, ob schlagend, nicht schlagend, farbentragend, farbenführend oder farbenlos, ein paar Dinge haben die Kooperationen, wie Burschenschaften sich auch gerne nennen, gemeinsam. Alle. Bis auf ein paar wenige Frauenverbindungen sind Burschenschaften, Sängerschaften, Turnverbindungen und was es alles gibt, reine Männerveranstaltungen. Frauen werden getreu dem Menschenbild des 19. Jahrhunderts, das in diesen Vereinen immer noch gepflegt wird, ausschließlich als Beiwerk oder künftige Ehefrauen betrachtet. Darüber, dass aus dieser Richtung in absehbarer Zeit keine Initiativen zur Gleichstellung von Frauen kommen werden, sind wir uns in diesem Haus sicher alle einig. Ja, zumindest fast. Wir arbeiten dran. In der Selbstdarstellung der Gotia heißt es, Mitglied könne nur werden, wer, und da zitiere ich, ein deutscher Student ist. Da müssen wir jetzt zwar zumindest zwischen den Burschenschaften, hier der deutschen Burschenschaft und der neuen deutschen Burschenschaft unterscheiden. 1996 spalteten sich von der deutschen Burschenschaft diejenigen Verbindungen ab, die nicht mehr einen völkischen Nationalbegriff vertreten wollten und gründeten die neue deutsche Burschenschaft. Volkstumsbezogener Vaterlandsbegriff. Das möchte ich an der Stelle kurz erklären, bedeutet, dass nur jemand als deutsch anzusehen sei, der deutsche Vorfahren habe. Soweit zum Bekenntnis der Burschenschaften zum Grundgesetz und gegen Extremismus. Dass ich nicht lache. Bis Artikel 116 ist es offensichtlich ziemlich lang zu lesen. In diesem Artikel heißt es, ich zitiere wieder, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Wer Deutscher ist, ist also per Verfassung geregelt. Und wenn irgendwelche Burschenschaften dies nicht anerkennen, dann wären sie eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz. Leider sind diese Behörden ja auf dem rechten Auge, sagen wir, etwas eingetrübt. Das hat sich ja in den letzten Monaten deutlich gezeigt. Und an der Stelle erspare ich mir jetzt einfach anders als juristisch zu argumentieren. Ich habe ja nur 5 Minuten und möchte auch nicht gezwungen sein, unparlamentarische Wörter zu benutzen. In vielen Kooperationen der deutschen Burschenschaft muss ein Bewerber quasi einen ARIA-Nachweis vorlegen, um aufgenommen zu werden. Wir halten fest, nur biodeutsche Männer dürfen in Burschenschaften wie der Gotia Mitglied werden. Frauen sind per se ausgeschlossen, wie auch alle Menschen mit Migrationshintergrund. Und dass es sich bei der Gotia um ein Gebilde vom rechten Rand handelt, belegt auch allein der Umstand, dass dort Autoren der Jungen Freiheit referieren. Zum Beispiel am 7. Mai ein Herr Rolf Stolz, der in der Rechtspostille Junge Freiheit gegen angebliche Gutmenschen, Muslime, Demokraten und angeblichen Multikulturalismus hetzt. Am Freitag, dem 22. Juni 2012 um 20 Uhr gab es eine Informationsveranstaltung mit dem Titel Wer ist Deutscher? Fragezeichen. Einwanderungsland Deutschland? Fragezeichen. Also zumindest die erste von den beiden Fragen hat, wie ich eben schon erwähnt habe, das Grundgesetz bereit erklärt. Dieser Vortrag ist aber auch nur die Fortsetzung einer alten Tradition in der Gotia. So wurde in den 90er Jahren der verurteilte Holocaustleugner Horst Mahler von der Gotia eingeladen. Ich muss mich fragen, ob das Ultimatum Büges an seine Verbindung in irgendeiner Form sinnvoll hätte sein können. Ich vermute aber mal, dass die Gotia eher eine der Verbindungen ist, die den Rest der DB noch ein bisschen schlechter aussehen lässt, als das eh der Fall ist. Da weht der Wind immer nach rechts. Und nun haben wir ein Mitglied dieser Verbindung in der Regierung von Berlin sitzen. Und als wäre das nicht schon perfide genug, bearbeitet Herr Büger als stolzer Gote, wie sich die Mitglieder der Burschenschaft nennen, auch noch den Bereich Soziales und ist somit für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften zuständig. Da prallen Welten aufeinander. In der Selbstdarstellung der Gotia heißt es zudem, den alten Herren, also zu Herrn Büge, diese ehrenwerten Herren könnten den Mitgliedern, Zitat, in Studium, Praktikum und Beruf weiterhelfen. Hier wäre auch einmal die Frage angebracht, ob und wie sich der alte Herr Büge an diesen Grundsatz seines Vereins hält und wie viele Personen aus diesem Dunstkreis er in seiner Funktion als Staatssekretär schon den einen oder anderen Job oder Auftrag zugeschanzt hat. Sie müssen zum Ende kommen, bitte. Gerne. Durch das Lebensbundprinzip und das Selbstverständnis der Burschen liegt dieser Verdacht ja nah. Allerdings nicht nur bei Herrn Büge, sondern eben auch beim Innensenator Frank Henkel. Warum versucht der Senat, unsere legitimen Bemühungen zu torpedieren? Herr Kollege, die Verstrickung? Zum Ende kommen. Ich muss zum Ende kommen. Okay, ja. Letzter Satz. Da gebaren sich seit bald 200 Jahren weiße Männer in einer Parallelgesellschaft und sorgen durch ihre Lebensbünde für den Ausschluss von Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen von Jobs und Aufträgen. Sie tun das, indem sie diese als alte Herren mit Vorliebe ihren Bundesbrüdern zuschanzen. Das ist keine offene Willkommensgesellschaft, das ist das Gegenteil davon. Und nur weil Burschis im Senat von Berlin sitzen, wird dieses Verhalten nicht legitim. Liebe SPD, es hätte Ihnen sehr gut angestanden, sich zu diesem Thema jetzt, irgendwie zu verhalten. Fordere ich Sie zum letzten Mal auf, zum Ende zu kommen. Gerne, ich bin sofort fertig. Wenigstens einen Reden. So, meine Damen und Herren,
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Antragsteller hat die sofortige Abstimmung beantragt. Wer dem Antrag auf Drucksache 170935 zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Das sind Linke, Grüne und Piraten. Wer ist dagegen? Das ist SPD und CDU. Damit ist der Antrag abgelehnt. Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassung und Rechtsangelegenheit, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung, Drucksache 170862. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich das Wort und nicht dazwischen brüllen. Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 170549. Hier geht es um das Gesetz über das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine. Ich eröffne die zweite Lesung und schlage vor, die Einzelberatung der zwei Artikel miteinander zu verbinden und höre hierzu keinen Widerspruch. Ich rufe also auf, die Überschrift und die Einleitung sowie die Artikel Römisch 1 und Römisch 2 der Drucksache 170549. Hier steht auch wieder 5 Minuten Redezeit zur Verfügung pro Fraktion. Es beginnt Kollegin Hämmerling für die Fraktion Bündnis 90 Grüne und ich erteile Ihnen das Wort. Bitte sehr. Wollen Sie was trinken? Oder ist da was? Da ist was. Ja, ich trinke mal einen Schluck. Na gut, meine Damen und Herren, Herr Präsident, da kommt Herr Senator Heilmann, alles wird gut. Ich will Ihnen an einem Beispiel deutlich machen, wofür wir das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände brauchen. Wir haben in Berlin einen Zoo und wir haben einen Tierpark und beide liegen jeweils in unterschiedlichen Bezirken und unterstehen unterschiedlichen Amtstierärzten. Die entscheiden in derselben Sache heutzutage völlig unterschiedlich. Der Zoochef betreibt Inzestzucht in beiden Zoos. Kollegin Hämmerling, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Meine Damen und Herren, wenn es etwas zu besprechen gibt, bitte ich rauszugehen oder sich hinzusetzen. Aber wir haben hier eine Rednerin und sie hat das Recht, dass wir ihr zuhören. Bitte schön. Das ist sehr freundlich, Herr Präsident. Also, die Amtstierärzte in beiden Bezirken entscheiden in derselben Sache völlig unterschiedlich. Der Zoochef betreibt Inzestzucht im Zoo und im Tierpark. Und Sie wissen ja, bei Menschen ist Inzest ein Straftatbestand, weil damit ein sehr hohes Risiko von gesundheitlichen oder von Erbgutschäden verbunden ist. Und das ist auch bei Tieren so. Und das Veterinäramt in Mitte geht folgerichtig auch gegen diesen Inzest im Zoo vor. Und das Veterinäramt in Lichtenberg dagegen erlaubt die Inzestzucht. Eine Behörde entscheidet also falsch. Und Herr Senator Heilmann, Sie sagen dazu, ich bin nicht zuständig und da haben Sie formal sogar recht. Das stimmt. Es gibt aber ein Tierschutzgesetz und es gibt ein Grundgesetz, in dem der Tierschutz verankert ist. Und eine Handhabe gegen tolerierte Tierquälerei gibt es bis heute nicht. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wenn Sie den Tierschutz ernst nehmen, wenn Sie es damit ernst meinen, dann müssen Sie das Verbandsklagerecht hier in Berlin einführen. Wir wollen das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände. Tiere können eben nicht gegen falsche Verwaltungsentscheidungen vor Gericht ziehen, die können sich nicht wehren. Und mit einem Klagerecht für anerkannte Tierschutzverbände können wir das ändern. Und weil nur diese anerkannten Verbände ein Klagerecht bekommen, wird es auch die große Klageflut und die Belastungen der Verwaltungsgerichte, die sie an die Wand malen, nicht geben. Wir wissen das auch aus dem Naturschutzrecht. Dort gibt es vergleichbare Regelungen, aber eben diese Belastung nicht. Wir wissen es aus Bremen, dort gibt es das Verbandsklagerecht, dort gibt es keine Klageflut. Und Sie sagen, also die Verbände verhalten sich da sehr verantwortungsvoll. Meine Damen und Herren von SPD und CDU, ich finde, es ist ein Armutszeugnis, dass Sie den Tieren dieses wichtige Recht verweigern.
Und auch Ihre anderen Argumente gegen unseren Gesetzesvorschlag sind nicht stichhaltig. Sie erklären, ein Verbandsklagerecht sei nur auf Bundesebene sinnvoll. Und ein bisschen Recht haben Sie sogar. Das Verbandsklagerecht auf Bundesebene wäre natürlich der Königsweg. Allerdings wäre es auf Landesebene die zweitbeste Lösung. Zweitbeste Lösung, die jetzt mittlerweile 7 Bundesländer entweder gerade in der Durchsetzung haben oder bereits eingeführt haben. Und deswegen stimmt auch Ihr Argument nicht, dass damit das Prozessrecht hier durcheinandergewirbelt werden würde durch einen Alleingang von Berlin. Wenn 7 Länder das schon in Arbeit haben bzw. eingesetzt haben, dann ist Berlin da keine spielt Berlin keine Sonderrolle, sondern ist ein Bundesland von vielen. Berlin bleibt, weil Sie es so wollen, ohne Verbandsklagerecht. Das ist die allerschlechteste Variante. Und die Verantwortung dafür, die tragen Sie, meine Damen und Herren von SPD und CDU. Und Sie machen sich Sorgen, sagen Sie, um den Wissenschafts- und den Forschungsstandort Berlin, wenn wir das Verbandsklagerecht hier einführen. Und das irritiert mich einigermaßen, denn damit unterstellen Sie ja indirekt, dass in Berlin die Tierversuchsforschung und die Wissenschaft gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Sind Sie wirklich der Meinung, dass hier Tiere in Tierversuchen grundlos getötet werden, grundlos gequält werden? Sind Sie der Meinung, tolerieren Sie dann Gesetzesverstöße im Interesse von Wissenschaft und Forschung? Ich finde, das wäre in der Tat ungeheuerlich. Und ich bitte Sie, wenn Sie jetzt zu dem Thema reden, sich dazu zu erklären. Lieber Herr Senator Heilmann, in Ihrer Stellungnahme zu unserem Gesetzesantrag monieren Sie, dass es sich lediglich um eine Feststellungsklage handelt und dass damit nur künftiges tierschutzrechtliches Verwaltungshandeln beeinflusst werden kann. Dann sage ich Ihnen, Sie müssen zum Ende kommen, Frau Kollegin. Das ist mein Schlusssatz. Dann haben wir auch gar nichts dagegen, wenn Sie diesen Gesetzesentwurf, Ihre eigenen weitergehenden Vorschläge durch Änderungsanträge einfließen lassen. Den werden wir gerne zustimmen. Ansonsten bitte ich um Zustimmung unseres Gesetzentwurfs. Danke schön, Frau Kollegin. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Kollege Buchholz das Wort. Bitte schön, Herr Kollege Buchholz. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, verehrte Kollegin Hämmerling, wir sprechen nicht zum ersten Mal über das Verbandsklagerecht, das wissen Sie. Und wir hatten das auch in der letzten Legislatur und vorletzten Legislatur das Thema. Und ich bitte doch eins zu unterlassen, zu unterstellen, wenn jemand den Antrag, den Sie ganz speziell und in dieser speziellen Form vorlegen, dass er dann oder sie dann irgendwie die Rechte von Tieren verneinen würde oder meinen würde, dass ein Verbandsklagerecht per se etwas Falsches und Schlimmes wäre. Das ist nicht der Fall. Wir haben aber als SPD-Fraktion auch vorher gemeinsam mit der linken Fraktion sowohl 2006 als auch 2009 sehr sorgfältig abgewogen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, in Gesetzesform zu gießen. Und wir bleiben ganz klar bei der Haltung, die Sie auch schon kennen. Es geht darum zu fragen, ist es sinnvoll, auf Landesebene das, was Sie ganz speziell für das Land Berlin als Gesetzesvorschlag einbringen, zu beschließen? Oder ist es nicht viel sinnvoller? Und das ist unsere grundsätzliche Haltung. Und da bitte ich Sie zusammen mit dem Land Berlin, mit allen, die Sie auf Bundesebene dafür begeistern können, endlich auf der Bundesebene ein einheitliches Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine zu beschließen. Denn das wäre die richtige Lösung, die wir in Deutschland brauchen, meine Damen und Herren. Viele sind nicht mehr da, die klatschen können, aber immerhin, einige leben noch und können sich beteiligen, das freut mich. Meine Damen, meine Herren, es ist eben nicht so einfach, verehrte Kollegin Hämmerling, zu behaupten, dass Berlin mit dem von Ihnen vorgelegten Gesetzesvorschlag alle Probleme beseitigen würde. Es ist eben so, es geht tatsächlich um eine Feststellungsklage. Sie suggerieren doch Tierschützerinnen und Tierschützern, Sie könnten hier Verwaltungshandeln in dem Moment, wo es einen Konflikt gibt, zum Beispiel bei einem Zirkus, der in einem bestimmten Bezirk gerade ist und wo man etwas kontrollieren soll, oder den Tierpark oder den Zoo, den Sie angesprochen haben, etwas dann sofort zu kontrollieren, etwas direkt anzuregen,
Das schaffen Sie mit der Feststellungslage nicht. Sie können im Nachhinein Verwaltungshandeln damit überprüfen lassen von einem Verwaltungsgericht. Und das ist eine andere Qualität, als von vornherein sagen zu können, Sie haben ein echtes Klagerecht durch einen Verband. Das wissen Sie, ist ein elementarer Unterschied und unterscheidet sich auch von Planungsverfahren, von dem, wo zum Beispiel Naturschutzverbände, Wohlfahrtsverbände bei anderen Dingen beteiligt werden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hämmerling? Ich würde gerne erst mal ausführen. Ich würde es gerne ein bisschen später machen. Das wissen Sie. Und Sie wissen auch, dass das Land Berlin an vielen Stellen wirklich vorbildlich ist, was den Tierschutz angeht. Wir haben hier einen Tierschutzbeauftragten, die letzte Landesregierung eingerichtet, Senator Heilmann, jetzt haben wir mit Herrn Dr. Spielmann einen neuen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, der ehemalige, wirklich sehr aktive und an jeder Stelle rührige, immer erreichbare Dr. Lüttke, der hier jahrelang eine ganz tolle Arbeit gemacht hat, für die Menschen, die sich für den Tierschutz engagieren und für die Tiere in der Stadt, mal ausdrücklich zu danken, Herr Dr. Lüttke, das war eine wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank. Wir haben also einen Tierschutzbeauftragten, der auch wirklich etwas tut, der wirklich auch dem Senator auf die Füße treten kann, Verwaltungshandel anregen kann. Wir haben, das wissen auch Sie, eine Tierversuchskommission, die im Gegensatz zu anderen Bundesländern zum Beispiel auch mehrfach mit Tierschützern besetzt ist. Wir haben dort eine Ethikerin, einen Ethiker explizit reingesetzt. Das war ein Beschluss der letzten Koalition. Das haben andere Bundesländer nicht. Auch da ist immer die Frage, ist es sinnvoll, so etwas in andere Bundesländer zu verlagern, wo es diese Leute nicht gibt, die auch kritisch raufschauen. Ist das sinnvoll? Ist das auch im Interesse der Tiere, wie Sie uns dann unterstellen, wir wären nicht auf deren Seite. Und wir haben eben auch einen Tierschutzpreis ausgelebt. Auch den gibt es jährlich, wie Sie wissen, und das funktioniert auch. Also an der Stelle, Berlin zeigt Flagge, zeigt Engagement und wir zeigen eben auch, dass wir dieses Verbandsklagerecht, glaube ich, an vielen Stellen in der Form, wie Sie es vorschlagen, schlichtweg in Berlin nur als Berliner Gesetz nicht brauchen. Wofür wir sehr kämpfen und da hoffe ich mit Ihnen zusammen, dass dann auch eine andere Bundesregierung dann ab Oktober 2013 sagt, jawohl, ein Verbandsklagerecht für die Tierschutzverbände müssen wir auf Bundesebene einführen. Dafür sollte, glaube ich, eine rot-grüne Bundesregierung werben und dann auch Mehrheiten finden können. Denn das steht dann auch in den Beschlüssen drin. Das wäre doch ein sehr sinnvoller Aspekt. Jetzt bitte schön die Frage, jetzt passt es. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. Herr Buchholz, Sie sagten, die Art des Gesetzes, die wir eingebracht haben, die würde Ihnen nicht zusagen. Sie hätten da gern was anderes. Warum machen Sie keine Änderungsvorschläge? Warum bringen Sie keinen eigenen Gesetzentwurf? Frau Hämmerling, es geht darum, können wir mit einem Berliner Landesgesetz Bundesrecht schaffen? Die Antwort ist leider nein. Möchten wir vielleicht gerne als Bundeshauptstadt, aber da, so weit gehen unsere legislativen Befugnisse nicht, das wissen Sie. Wir müssen es schaffen, auf Bundesebene diese Allianz für den Tierschutz hinzubekommen. Und mit Ihrer Frage zeigen Sie auch wieder, dass Sie doch letztlich das auch so sehen. Sie wollen ein Zeichen setzen von Berlin aus. Ich sage Ihnen mit dem, was ich auch ausführen konnte vorher, wir sind sehr weit. Wir sind, glaube ich, an vielen Stellen vorbildlich für andere Bundesländer. Und da können wir gemeinsam mit einer anderen Bundesregierung auch andere Mehrheiten nutzen, um dann zu sagen, Verbandsklagerecht auf der Bundesebene sehr gerne und dann auch sehr wirkungsvoll in der Umsetzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Buchholz. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt die Kollegin Platter das Wort. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Buchholz hat es ja schon gesagt, wir beschäftigen uns hier in dem Parlament nicht erst seit September 2012 mit diesem Thema, sondern haben uns auch schon in der letzten Legislaturperiode damit beschäftigt. Und die Auffassung der Linken hat sich in den Jahren nicht verändert. Und folgerichtig könnte ich jetzt die Rede von 2009 halten. Das tue ich natürlich nicht, aber ich möchte trotzdem auf die zwei wichtigsten Punkte hinweisen. Erstens, ein Verbandsklagerecht als Feststellungsklage für fehlerhafte Verfahren trägt nicht unmittelbar zur Rettung von Tieren und zur Abminderung von Tierleid bei, da es um eine Analyse von abgeschlossenen Maßnahmen und Genehmigungen geht. Und zweitens, die Linke setzt sich, es ist hier auch schon angesprochen worden, weiterhin dafür ein, bundesweites einheitliches Verbandsklagerecht zu erhalten und auch die Mitwirkung von anerkannten Tierschutzvereinigungen in solchen Kommissionen und Beiräten zu stärken, wie es in Ihrem Antrag schon steht. Das schließt natürlich auch ein, dass eine breite Informations- und
also Informationsebene dort vorhanden ist, weil letztendlich wir auch als Abgeordnete immer wieder die Erfahrung machen, ohne entsprechende Informationen und Mitwirkungsrechte kann man keine Entscheidung richtig treffen. Meine Damen und Herren, seit September 2012, dem Zeitpunkt der Gesetzeseinbringung durch die Fraktion Bündnis 90 Grüne, hat sich einiges auch beim Tierschutz getan. Der Bundestag hat monatelang über ein Gesetz gestritten. Das dritte Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes ist beschlossen worden, noch am Ende des vergangenen Jahres. Und alle, die dafür gekämpft haben, dass ein einheitliches Verbandsklagerecht Eingang in dieses Bundesgesetz findet, wurden für ihren langen Kampf nicht belohnt. Die CDU-CSU-Fraktion nebst FDP hat die Mitgeschöpfe den wirtschaftlichen Interessen der Pharmalobby und der fleischverarbeitenden Industrie überlassen und pflegt weiterhin gerne sicherlich auch alte Rituale wie den Schenkelbrand bei Pferden oder das kostenoptimierte Kastrieren von Ferkeln ohne Betäubung. Die in der Anhörung der Novellierung des Tierschutzgesetzes auch von Sachverständigen vorgebrachte Notwendigkeit des Verbandsklagerechtes als ein wichtiges neues Instrument, auch um die öffentliche Wahrnehmung des Tierschutzes zu befördern, fand keinen Eingang in das Bundesgesetz. Kann also ein Landesgesetz da Abhilfe schaffen? Wir haben uns mit den Erfahrungen aus Bremen, dem Bundesland, das sich in Ermangelung der bundeseinheitlichen Regelung und der gescheiterten Bundesratsinitiative von 2007, in der Zeit haben wir ja auch hier darüber gesprochen, für ein Landesgesetz entschieden hat, beschäftigt und auseinandergesetzt. Und das Ergebnis ist leider, wie erwartet, ernüchternd. Dort stellt schon die Anerkennung von klageberechtigten Verbänden ein Problem dar. Wesentlicher ist für uns noch, gegen ein Untätigbleiben der Landesbehörden bei Tierwohlgefährdungsverdacht kann auf dieser Klageform eben nicht eingegangen werden, also mit dieser Klageform nicht eingegangen werden. Und da es ein Landesgesetz ist, sind zudem Klagen gegen Bundesbehörden, die ja ebenso Entscheidungen treffen, nicht möglich, gänzlich ausgeschlossen. Sei es drum, die Linke wird heute nicht gegen den Antrag stimmen, sich vielmehr enthalten und weiter an einer bundeseinheitlichen Lösung arbeiten, um endlich zu Möglichkeiten von Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen für Verbände zu kommen. Denn das sind die eigentlichen, die wirklich auch nachher bei den Tieren zur Wirkung kommen können. Hier auf Landesebene erinnere ich an unsere bisher noch im Ausschuss schmorenden Anträge zur Einrichtung eines Tierschutzbeirates und zur auskömmlichen Ausstattung der amtlichen Tiersammelstelle. Ich hoffe, dass sich die Ausschüsse oder zumindest der eine damit des Baldes auch beschäftigen wird. Für mehr Tierschutz braucht es bessere Lösungsansätze. Die Linke arbeitet daran. Sie steht für das in der Berliner Verfassung verankerte Ziel, Tiere sind als Lebewesen zu achten und vor vermeidbaren Leiden zu schützen. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Platter. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Kollege Herrmann das Wort. Bitte sehr, Kollege Herrmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vieles ist schon gesagt worden, einiges möchte ich wiederholen, anderes auch noch mal neu in die Begründung einfließen lassen. Die Grünen sind ja mit ihren Anträgen geradezu Wiederholungstäter. Haben Sie doch einfach an dieser Stelle Ihren alten Antrag zum Verbandsklagerecht, Sie haben es ja schon gehört, nach 5 Jahren wieder ausgegraben oder man könnte auch sagen abgeschrieben, auch das ja nicht zum ersten Mal. Nach einer Bundesratsinitiative gescheitert war, erreichte die politische Diskussion über die Einführung einer Tierschutzverbandsklage vor einigen Jahren die Länderparlamente. Im Oktober 2007 dann auch das Berliner Abgeordnetenhaus. Genau betrachtet hat sich in den letzten 5 Jahren wenig geändert an dieser Stelle. Neues nur, dass Bremen das Verbandsklagerecht eingeführt hat. Über die Probleme in Bremen hat die Kollegin Platter ja eben berichtet.
Das erspare ich Ihnen. In meiner juristischen Ausbildung habe ich seinerzeit gelernt, dass das Verfahrensrecht darauf angelegt ist, Popularklagen zu verhindern und so die Gerichte vor einer Prozessflut zu bewahren. Der Großteil der Verwaltungsjuristen, gerade die an den Verwaltungsgerichten beschäftigten Richter, sehen daher eine Ausweitung der Klagebefugnisse denn auch überaus kritisch. Diese Kritik teile ich, insbesondere auch im Hinblick auf die einschlägigen Erfahrungen im Bereich Naturschutz. Für die Durchsetzung des Tierschutzes bedarf es, auch das ist hier schon mehrfach gesagt worden, auch aus unserer Sicht zusätzlich zur bestehenden Gesetzeslage überhaupt keines Verbandsklagerechtes. Das deutsche Tierschutzrecht gilt vielmehr heute schon weltweit als eines der strengsten. Damit sind im Bereich der tierexperimentellen Forschung rechtlich klare und ausreichende Bestimmungen zur Gewährleistung des Tierschutzes vorgegeben. Eine Verbesserung des Tierschutzes würde sich durch die Einführung des Verbandsklagerechts gerade nicht einstellen. Mit dem von den Grünen in ihrem Antrag gewählten Instrument der Feststellungsklage ist zudem das angestrebte Ziel tatsächlich überhaupt nicht zu erreichen. Erst nach einer Handlung oder einem Experiment, das heißt nachträglich, könnte festgestellt werden, ob sie rechtmäßig gewesen ist oder eben auch nicht. Die Tiere wären dadurch aber ganz augenscheinlich nicht mehr zu retten. Auch eine präjudizielle Wirkung für zukünftiges Verhaltungshandeln würde sich im Hinblick auf die behördliche Ermessensausübung hierdurch nicht ergeben. Das Gesetz hätte daher letztlich einen rein ablativen Charakter. Das ist zu wenig. Im Übrigen wirken gemäß § 15 Tierschutzgesetz die Tierschutzverbände bereits heute bei der Genehmigung von Tierversuchen in den Kommissionen mit, weshalb ein Verbandsklagerecht in diesem Bereich auch sachlich nicht zu begründen ist für uns. Die Einführung der Verbandsklage für die Tierschutzverbände und Vereine würde zudem für die tierexperimentelle Forschung gravierende praktische Erschwernisse mit sich bringen. Denn nach Einreichung einer Klage müsste ein Versuch sofort beendet und zunächst beurteilt werden. Es könnte gegebenenfalls erst nach einem jahrelangen Prozess wieder aufgenommen werden. Betroffene Forscher würden daher wohl in nicht wenigen Fällen gezwungen sein, wenn man mal den Gedanken weiterspinnt und sagt, nicht nur die Feststellungsklage, sich notgedrungen nach einem besseren Standort als Berlin für ihre wissenschaftlichen Arbeiten umzusehen. Innovative Grundlagenforschung und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Bereich der Biomedizin würde hierdurch auch stark behindert werden. Der Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin würde in erheblicher Weise geschwächt werden und bei einer Lösung in Berlin wichtiges Know-how ganz klar in die umliegenden Bundesländer abwandern. Aus den vorgenannten Gründen lehne ich daher den Antrag auf Einführung eines Verbandsklagerechts für Tierschutzvereine in Berlin ab. Vielen Dank. Vielen Dank auch Kollege Herrmann. Für die Piratenfraktion erteile ich jetzt dem Kollegen Kowalewski das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Gäste. Wir haben jetzt zum ersten Mal dieses Thema in dieser Legislaturperiode hier im Plenum, nachdem es ja in der 29. Sitzung vertagt wurde, in zweiter Lesung, nachdem es auch im Rechtsausschuss zweimal vertagt wurde. Aber das war ja noch nicht alles. Also ein ähnlich lautender Antrag wurde nicht nur 2009 abgelehnt, sondern auch 2006. Und jetzt haben wir wieder eine Beschlussempfehlung, die sagt ablehnen. Warum eigentlich? Wir haben bisher Verbandsklagen im Naturschutzrecht, im Behindertenrecht, im Wettbewerbsrecht, im Verbraucherschutzrecht. Sogar ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften ist im Gespräch. Und warum gibt es diese Verbandsklagerechte? Die meisten, um den Mangel an Sammelklagen abzustellen, also gerade um eine Klageflut von rechtsfähigen Betroffenen einzudämmen. Oder, und das ist viel wichtiger meiner Meinung nach, weil das betroffene Subjekt selbstständig nicht rechtsfähig ist. Die Natur kann eben nicht Klage erheben, daher machen das Naturschutzverbände. Tiere können auch nicht klagen. Somit haben wir hier ein deutliches Rechtsungleichgewicht. Gegen einschränkende Verwaltungsakte können die Tierausnutzer klagen. Wenn aber das einschlägige Tierschutzrecht nicht ausreichend angewendet wird, gibt es keinen sinnvollen Rechtsweg. Und die Ethikkommissionen, die der Herr Kollege Herrmann hier angesprochen hat, helfen auch nicht wirklich, weil sie eben überwiegend mit Vertretern der Tierausnutzer besetzt sind. Droht jetzt mit dem Verbandsklagerecht eine Klageflut, genauso wie es eine Flut von sinnlosen Klagen im Bereich des Verbraucherschutzes gibt, nämlich nicht. Tierschutzvereine, die übrigens durch Spenden finanziert werden und meistens noch nicht mal besonders gut,
müssen sinnvoll mit ihren Ressourcen umgehen. Klagen, die von vornherein aussichtslos sind, wird es also deswegen schon alleine nicht geben. Die Behörden hingegen könnten eventuell etwas wachsamer werden, wenn sie davon ausgehen müssen, dass Entscheidungen künftig eben auch gerichtlich überprüft werden könnten. Artikel 31 Absatz 2 der Berliner Verfassung sagt, Tiere sind als Lebewesen zu achten und vor vermeidbarem Leiden zu schützen. Dieser schöne Satz sollte, wie jeder andere in der Verfassung, eben durchsetzbar sein. Bremen hat, das haben wir gehört, das Verbandsklagerecht seit 2007. In NRW, dem Land der Schweinemester, wird es voraussichtlich nächsten Monat eingeführt. Alle Zeichen stehen da drauf. Schleswig-Holstein und Hamburg haben einen Gesetzesentwurf in der Richtung aussichtsreich in der Beratung. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steht es im Koalitionsvertrag. Und Schwarz-Rot hat im Saarland selbst Anfang des Jahres einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht. Es wird also gerade überall in Deutschland und quer durch alle politischen Lager, von der FDP jetzt einmal abgesehen, besser. Aber Berlin möchte gerne weiter der Tierausbeutung die besten Rahmenbedingungen bieten. Na? Kommen wir gleich zu. Die Frage ist natürlich, wenn überall in Deutschland die Bedingungen schlechter werden, wollen wir hier bald in Berlin dann Legebatterien statt Kleingärten haben? Und liebe Kollegen, Herr Buchholz und Herr Herrmann, Sie winden sich da ja bei aller Hochachtung ein wenig und begründen die Ablehnung Ihrer Fraktion mit Formalargumenten. Natürlich wäre eine weitergehende bundeseinheitliche Lösung besser. Bei der entsprechenden Abstimmung im Bundesrat hat sich Berlin ja enthalten. Aber der vorliegende Antrag würde eine solche eben nicht verhindern, sondern vielmehr befördern. Und, das geht es an die SPD, wer sich hier in Berlin sperrt, der bekommt auch bei der Bundestagswahl keine Kekse. Frau Kollegin Platte, ich hätte ja auch gerne ein besseres Tierschutzgesetz, aber das hilft auch nur beschränkt viel, wenn wir ein Vollzugsdefizit haben und das nicht abstellen können. Wenn also Schwarz-Rot heute hier in Berlin das Tierschutzverbandsklagerecht ablehnt, ist das Thema damit eben nicht vom Tisch. Die Berliner Verfassung auch nach 22 Jahren und inzwischen 3 Anläufen weiter in dem Punkt zu missachten, ist traurig. Es wird aber auf Dauer nicht möglich sein. Das Verbandsklagerecht wird dann eben wiederkommen und von der nächsten Koalition angenommen. Vielen Dank. Danke, lieber Kollege Kowalewski. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Gesetzesantrag auf Drucksache 19-049 empfiehlt der Rechtsausschuss mehrheitlich gegen Grüne und Piraten, bei Enthaltung Linke, die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind Grüne und Piraten. Wer das dagegen? Das ist CDU und SPD. Ich glaube, vollzählig, soweit ich sehe. Und Enthaltung Linke, vermute ich. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, meine Damen und Herren, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 6a. Hier geht es um die dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Innere Sicherheit und Ordnung, Drucksache 19-0936. Zur Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-0642, hat den Titel Gesetz über Übersichtsaufnahmen zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes bei Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzügen. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die zweite Lesung und schlage vor, die Einzelberatung der 4 Paragraphen miteinander zu verbinden und höre hierzu keinen Widerspruch. Also rufe ich auf die Überschrift und die Einleitung sowie die Paragraphen 1 bis 4 der Drucksache 19-0642. Auch hier wieder 5 Minuten pro Fraktion. Es beginnt die Fraktion Die Linke und der Kollege Tasch steht schon in den Startlöchern. Bitte schön. Wie bitte? Erst die Beratung oder gleich Rückabweisung? Also es wird gleich die Rücküberweisung beantragt, ja? Gut. Wer stellt denn den Antrag? Geht's hin, links. Also gut. Es ist hier gerade die Debatte entstanden, dass wir gleich über den Rücküberweisungsantrag
der Fraktion Die Linke vom 7. März 2013 auf Beratung im kurzgesprochenen Rechtsausschuss vorliegen. Und das lassen wir jetzt abstimmen. Wer dem Antrag auf Rücküberweisung der Gesetzesvorlage auf Drucksache 170642 an den kurzgesprochenen Rechts- und Verbraucherschutzausschuss zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind Linke, Grüne und Piraten. Wer ist dagegen? Das ist SPD und CDU. Letzteres ist die Mehrheit. So, meine Damen und Herren, dann beraten wir. Dann darf ich bitten, dass Kollege Tasch als Antragsteller als Erster das Wort ergreift. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in seinen Interviews erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Saleh, gerne, mit der CDU würde die SPD linke Politik hier in dieser Stadt machen. Ich würde gerne darüber lachen, wäre es nicht so traurig. Ich möchte Ihnen, liebe SPD, mal anhand des Versammlungsrechts heute erklären, was tatsächlich linke Politik ist. Linke Politik ist, wenn man unbequeme Versammlungen als einen Gewinn für die Demokratie betrachtet. Linke Politik ist, wenn man alles tut, damit die Menschen ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit uneingeschränkt wahrnehmen können. Linke Politik ist, wenn der Staat, also auch die Polizei, sich aus Versammlungen so weit wie möglich heraushält. Und linke Politik ist, der letzten 10 Jahre war es auch, bei Versammlungen die sogenannte Deeskalationsstrategie einzuführen, die genau dies bedeutet, ein zurückhaltendes Auftreten der Polizei, Offenheit und Transparenz und ein konsequentes Einschreiten nur dann, wenn wirklich Straftaten passieren. Herr Saleh, wenn Sie dieses Gesetz, das uns heute vorliegt, als linke Politik bezeichnen, dann ist es nichts anderes als Selbsttäuschung und ein Hohn für Ihre Wählerinnen und Wähler. Ich werde auch mal anrufen. Wahrscheinlich halten Sie sogar auch Wladimir Putin für einen lupenreinen Demokraten. Thomas Rogalla hat es in seinem Beitrag in der Berliner Zeitung von gestern übrigens richtig erkannt. Die SPD ist gerade dabei, ihre historischen Errungenschaften aufzugeben. Sie sind gerade dabei, mit ihrem Koalitionspartner die Versammlungsfreiheit zu beschneiden und ein Klima der Einschüchterung zu schaffen. Die Anhörung und die Beratungen in den Ausschüssen haben gezeigt, hier wird ein schwerer Eingriff in die Grundrechte vorgenommen. Einzig und allein, um es der Polizei ein Stück weit bequemer zu machen. Eine andere Rechtfertigung gibt es für dieses Überwachungsgesetz nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn bei konkreten Gefahren darf die Polizei auch jetzt schon filmen und aufzeichnen. Der Änderungsantrag, den Sie noch auf den letzten Drücker eingereicht haben, ändert nichts an den grundlegenden Kritikpunkten. Jede Kamera hat eine Einstellungsauswirkung auf die Versammlungsteilnehmer. Und das wird dazu führen, dass Menschen davon abgeschreckt werden, an Demonstrationen teilzunehmen. Versammlungsfreundlichkeit sieht anders aus, liebe Koalition. Die Polizei darf selbst entscheiden, ob sie Übersichtsaufnahmen anfertigen darf, wenn sie eine Versammlung für groß und unübersichtlich hält. Darf sie filmen? So steht es im Gesetz. Was das heißen soll, weiß übrigens niemand. Klar ist nur, je mehr Menschen zu einer Demonstration hingehen, desto eher werden sie videoüberwacht. Zurückhaltung des Staates sieht anders aus, liebe Koalition. Es besteht auch weiterhin das Problem der Abgrenzung zwischen den verschiedenen Rechtsgrundlagen. Niemand weiß bei einer Versammlung, auf welche Rechtsgrundlage eher gefilmt wird.
und ob die Polizei gerade aufzeichnen darf oder nicht. Offenheit und Transparenz sieht anders aus, liebe Koalition. Und nicht zuletzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat der Senat keinen Plan, wie er die Bildaufnahmen vor dem Zugriff von Dritten schützen will. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist ein Angriff auf die Versammlungsfreiheit. Es hat so viele gravierende Schwächen und die technische Umsetzung ist vollkommen unklar. Wir lehnen es deshalb nicht nur als Ganzes ab, sondern sehen uns auch gezwungen, eine Klage diesbezüglich zu prüfen. Und liebe Sozialdemokraten, wenn Sie linke Politik machen wollen, dann sollten Sie dieses Gesetz heute hier stoppen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Tasch. Für die Fraktion der SPD hat jetzt das Wort der Kollege Zimmermann. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, die interessierte Öffentlichkeit hat, glaube ich, am meisten davon, wenn wir hier sachlich informieren und sachlich debattieren. Herr Tasch, Sie haben das weitgehend getan. Aber an einem Punkt muss ich Sie wirklich in der Begriffswahl ein Stück korrigieren. Dies ist kein schwerwiegender Eingriff in das Demonstrationsrecht. Es ist eine Regelung, über die man diskutieren kann, und wir tun es. Aber ein schwerwiegender Eingriff liegt in dem, was wir hier heute vorhaben, nicht. Ich werde Ihnen das erläutern. Jahrzehntelang hat es in Berlin drei Arten von Videoaufnahmen gegeben bei Demonstrationen. Die Übersichtsaufnahmen, die Aufnahmen zur Gefahrenabwehr, das heißt, wenn eine Gruppe mit Dachlatten reinkommt in die Demonstration, und die Aufnahmen zur Beweissicherung bei der Strafverfolgung, wenn schon etwas passiert ist, also die Dachlatte schon in der Windschutzscheibe gelandet ist. Kategorie 3 und Kategorie 2 sind völlig unstreitig. Die sind geregelt, daran ändern wir nichts, das darf die Polizei, daran will hier, glaube ich, im Haus auch keiner was ändern. Kategorie 1, die Übersichtsaufnahmen, sind völlig ungeregelt, waren ungeregelt und sind ungeregelt. Und in der Vergangenheit bis zum Jahr 2010 hat die Polizei ganz sicher bei diesen Übersichtsaufnahmen auch aufgezeichnet. Sie hat auch mal Porträtfotos gemacht und hat was weiß ich damit gemacht. Ich möchte gar nicht genau wissen, was die Polizei in diesem Zusammenhang in diesen Jahren bis 2010 gemacht hat. Zur Übersicht. So, seit dem Juli 2010 ist es damit vorbei. Denn in 2010 hat das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, dieses Kameramonitorverfahren ist ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit, auch wenn nicht aufgezeichnet wird. Und deshalb kann das nur auf Grundlage eines Gesetzes geschehen. Und da ihr das Gesetz nicht habt, müsst ihr sofort damit aufhören. Das war 2010 und seitdem wird es auch nicht mehr gemacht. Das Gericht hat nicht gesagt, Kollege Tasch, das dürft ihr niemals tun. Es hat nicht gesagt, das Grundrecht verbietet es, sowas überhaupt jemals zu tun. Es ist also eine Aufzeichnung oder eine Betrachtung der Demonstration durch Video ist nicht per se grundrechtswidrig, sondern nur, wenn keine vernünftige, verhältnismäßige Rechtsgrundlage dafür da ist. So. Eine Frage des Kollegen Höfinghoff. Wenn ich ein bisschen Zeit hinterher noch habe, gerne. Na, die Zwischenfrage wird eh nicht angerechnet. Bitte schön. Hallo? Ja. Kollege Zimmermann, jetzt, wir hatten dieses Urteil und das hat diese unrechtmäßigen Übersichtsaufnahmen verboten. Warum bitte ist denn der Druck offensichtlich so groß gewesen, dass man anstatt jetzt zu sagen, okay, dann verzichten wir auf diese Übersichtsaufnahmen, unbedingt eine neue gesetzliche Regelung dafür schaffen will? Herr Höfinghoff, das Gericht hat nicht gesagt, dass Übersichtsaufnahmen verboten seien. Es hat nur gesagt, wenn ihr keine Rechtsgrundlage dafür habt, dürft ihr das nicht machen. Und deswegen geht es darum, eine Rechtsgrundlage zu machen, die den Anforderungen des Verfassungsgerichts und des Verwaltungsgerichts Berlin entspricht. Und deswegen will ich als Zwischenfazit festhalten, es ist zulässig, Übersichtsaufnahmen zu regeln, wenn man eine eigene Rechtsgrundlage hat, aus der nachvollziehbar und klar die Beschränkungen erkennbar sind. Der Umfang und der Inhalt der Beschränkungen erkennbar sind. So das Verwaltungsgericht, so das Bundesverfassungsgericht. Und genau das haben wir mit dieser Vorlage getan, Kolleginnen und Kollegen. Ich sage Ihnen das jetzt, was wir da gemacht haben.
Es wird nämlich behauptet, das ist auch ein bisschen eine Legende, Herr Tasch, dass die Experten den Entwurf in der Luft zerrissen hätten und wir hätten uns gar nicht darum gekümmert. Wir haben die Bedenken der Sachverständigen aufgegriffen und haben die nötigen engen Grenzen in den Entwurf eingezogen. Es wird keine Aufzeichnung der Bilder geben, nur Übertragung in die Zentrale, keine Aufzeichnung, ist verboten. Es wird keine Individualisierung geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nicht erfasst werden durch die Kamera. Keine Porträtfotos sind verboten. Keine Identifizierbarkeit ist verboten. Es wird eine Beschränkung auf unübersichtliche Großdemonstrationen geben, Bundesverfassungsgericht. Darüber hinaus keine Anwendbarkeit. Es wird eine Information an den Veranstaltungsteilnehmer geben, dass eine solche Übersichtsaufnahme gemacht wird. Es wird eine scharfe Trennung also geben zwischen den Übersichtsaufgaben und allen anderen Aufnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung. Und deswegen ist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, eine Trennung auch der Technik unbedingt erforderlich. Es wird Kameras geben müssen für die Übersicht und es wird andere Kameras geben müssen für Gefahrenabwehr und für die Strafverfolgung, damit diese Trennung eindeutig wird. Damit sind die Voraussetzungen für die polizeilichen Videoaufnahmen äußerst eng gefasst. Es ist kein schwerwiegender Eingriff, sondern ein verhältnismäßiger, sehr maßvoller Eingriff. Und im Ergebnis wird jetzt der Schutz des Demonstrationsrechts und der Teilnehmer eher noch besser als in der Zeit vor 2010, weil es dort völlig ungeregelt war. Da konnte wirklich alles gemacht werden. Jetzt kann es unter diesen engsten Voraussetzungen nur geschehen. Und das ist das Ziel, das wir verfolgen mit diesem Gesetzentwurf. So steht es drin. Guck rein, Udo. Es wird leider auch behauptet, auch von demselben Kommentator, Herr Tasch, den Sie genannt haben, dass wir hier in den Obrigkeitsstaat geradewegs marschierten. Das ist, glaube ich, eine sehr gewagte These. In diesem Staat, in dem die Polizei demokratisch kontrolliert ist, in dem sie die Grundrechte auch zu schützen hat und vor allen Dingen zu schützen hat und in dem die Grundrechte unmittelbar auch und gerade für die Polizei gelten, hier von Obrigkeitsstaat zu sprechen, ist ein bisschen abenteuerlich. Wir werden dieses Gesetz machen, weil es die demokratischen Rechte sichert und weil die Polizei dazu aufgerufen ist, dieses Demonstrationsgrundrecht zu schützen. Dankeschön. Danke auch. Kollege Luck.